Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Thalia-Theaters. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur 10. Veranstaltung der Reihe Bridging the Gap. Herzlich willkommen. Das Programm Bridging the Gap ist eigentlich nicht diese Veranstaltungsreihe, sondern eine einzigartige Initiative des Israel-Museums in Jerusalem. Sie versucht seit vielen Jahren gegen alle Widerstände und Widrigkeiten zwischen israelischen und palästinensischen Jugendlichen und Kindern zu vermitteln und dort etwas zu stiften. Das Programm ist im Kern ein künstlerisch-soziales Projekt und es will vor allem eins, wie der Name schon sagt, Brücken bauen oder eben Frieden stiften und somit ein Zeichen setzen, das über die mangelnde Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern hinausweist. Frieden, das wissen wir alle, ist ein sehr hohes Gut. Es ist aber auch herausfordernde Arbeit. Beides ist uns in diesen schrecklichen Wochen zuletzt besonders deutlich geworden. Das programmatische Ziel, Brücken zu bauen, ist auch das Ziel dieser Reihe, die wir gemeinsam mit dem Verein zur Förderung des Israel-Museums und mit Unterstützung der Zeitstiftung durchführen. Unser Entsetzen darüber, wie brüchig Frieden ist, ist derzeit wieder besonders groß. Die Muslime werden derzeit vielerorts kollektiv in Haftung genommen und auch der Antisemitismus hat beispielsweise in Ungarn wieder eine Renaissance. Umso wichtiger und unverzichtbarer sind allerdings positive Beispiele, wo es gelingt, Hoffnung zu stiften, Angst zu besiegen und Zuversicht tatsächlich zu leben. Und da spreche ich tatsächlich, und das ist dann durchaus auch erstaunlich, von den deutsch-israelischen Beziehungen. Es gibt sie seit 50 Jahren und sie sind letztlich wirklich in nichts begründet, außer in Menschlichkeit. Als Nachgeborener muss ich sagen, ich habe schon vor Jahrzehnten nicht richtig verstanden, wie und warum nur 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs der Aufbau deutsch-israelischer Beziehungen überhaupt möglich war. Immerhin haben die Deutschen den größten Genozid aller Zeiten zu verantworten und 6 Millionen Juden umgebracht. Das heutige Israel inklusive der besetzten Gebiete zählt um die 8 Millionen Einwohner. Es ist für mich unfassbar, dass Politiker, dass letztlich Menschen es damals geschafft haben, sich neu in die Augen zu gucken. Das gilt für beide Seiten, für die Täter wie für die Opfer, wobei der humane Heroismus der Opfer selbstverständlich weit höher anzusiedeln ist als der Täter, also als der Deutschen. Es ist trotzdem natürlich auch eine erarbeitete Freundschaft mit vielen Stufen, Gesten, auch mit Zwischentönen, mit Misstönen, aber letztendlich hat es auf die eine oder andere Weise funktioniert, bis hin zu Helmut Kohls problematischen und aus historischem Abstand, aber vielleicht auch nicht völlig falschen Gedanken von der Gnade der späten Geburt, denn zumindest, und das war das Ziel der Sache, wollte er die Nachgeborenen ein wenig aus der Kollektivschuld und der Geisel von ewiger Buße entlassen. Und doch bleibt das besondere Verhältnis bestehen oder nicht? Oder kann man in Zukunft bald von einem freien und völlig normalen Verhältnis sprechen? Um diese Zukunft und ob das so sein kann oder nicht, soll es heute vor allem gehen. Deshalb werden heute insbesondere eine Reihe junger Leute auf dem Podium sitzen, denn sie repräsentieren die Zukunft beider Länder. Sie entscheiden letztlich darüber, wie sie das Verhältnis zwischen jungen Israelis und jungen Deutschen gestalten wollen. Und sie stellen sich die alten Fragen der Väter neu, suchen aber nach ihren eigenen und vielleicht auch ganz anderen Antworten. Ich begrüße zuerst zwei junge Israelis, nämlich Salem Bisharat und Moab Beer. Falls Sie das gehört haben, kommen Sie gleich. Salem Bisharat setzt sich als Jurastudent mit arabisch-palästinensischen Wurzeln für die Rechte der arabischen Minderheit in Israel ein und Moab Beer beschäftigt sich mit dem Bild Israels in den Medien. Ich
Ich begrüße außerdem zwei junge Deutsche, die sich ebenfalls sehr intensiv mit den deutsch-israelischen Beziehungen beschäftigen. Sie als Sozialwissenschaftlerin, er mit Religion im kulturellen Kontext. Herzlich willkommen, Stephanie Horn und Monty Ott. Sie sehen, wir kriegen das mit den Geschlechtern wenigstens ganz gut hin. Und es ist nicht so männerlastig. Zwei Deutsche der mittleren Generation, Nachgeborene wie die Studenten und aber doch dichter dran an der Geschichte, haben vielleicht, das werden wir nachher hören, einen anderen Blick. Herzlich willkommen, Kerstin Griese und Christian Sievers. Ach, die Geschichte. Kerstin Griese ist SPD-Beauftragte für Religionsgemeinschaften und engagiert sich in der Ökumene sowie in deutsch-israelischen Fragen. Und Christian Sievers muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht vorstellen. Sie kennen ihn alle als leitenden Moderator des ZDF-Heute-Journals. Und bis vor einem Jahr war er allerdings ZDF-Auslandskorrespondent in Tel Aviv. Schließlich ist es mir eine große Freude, bereits zum zweiten Mal in unserer Reihe eine Frau zu begrüßen, über die ich gelesen habe, dass manche sie als Welthistorikerin bezeichnen. Sie lehrt als Professorin an der Uni Haifa Geschichte, ist Autorin zahlreicher Bücher und schreibt auch gelegentlich mit ihrem berühmten Vater gemeinsam mit Amos Oz. Amos Oz, so spielen die Dinge zusammen und ineinander, war vor ziemlich genau einem Jahr hier zu Gast anlässlich der Verleihung des Siegfried-Lenz-Preises an ihn. Jetzt aber herzlich willkommen, Fania Oos-Salzberger. Als letzten in unserer heute, wie Sie sehen, zugegebenermaßen großen Runde heiße ich jemanden willkommen, der international großen Respekt genießt, den Sie wahrscheinlich auch kennen. Er ist ebenfalls Historiker, hat ein bewegtes Leben hinter sich, war Fallschirmjäger im Sechstagekrieg, auch mal irgendwann, und aber in den Jahren 2002 bis 2007 war er Botschafter Israels in Deutschland. Ich begrüße Shimon Stein. Und schließlich begrüße ich auch die Moderatorin Sonja Lahnstein-Kandel. Sie engagiert sich seit Jahrzehnten in den deutsch-israelischen Beziehungen, insbesondere aber eben in der Unterstützung des Programms Bridging the Gap, das es seit 20 Jahren gibt, auf Initiative des Israel-Museums, das es wiederum seit 50 Jahren gibt. Aber erlauben Sie mir, weg von Jubiläen und Vergangenheit zur Gegenwart und zur Zukunft. Zum einen zwei Sätze oder ein Satz eigentlich nur in eigener Sache zur Zukunft des Thalia-Theaters, nämlich ich empfehle Ihnen die Lessing-Tage, die im weiteren Sinne das fortsetzen, weswegen Sie auch heute hier sind, die im Januar stattfinden und mit einem großen Bürgergipfel die Begegnung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen suchen. Und zur unmittelbaren Gegenwart des heutigen Abends. Wir sammeln seit einiger Zeit und ich habe da vor ein paar Monaten leichtfertig ausgegeben, ich möchte, dass wir auf die Zahl 100.000 kommen. Wir sammeln seit einiger Zeit für Flüchtlingsinitiativen, für Übersetzerwerkstätten und Ähnliches. Und da habe ich gesagt, ich möchte, dass wir da 100.000 Euro sammeln. Nur weil ich mir das wünsche, ereignet sich das nicht unbedingt, sondern nur, wenn Sie das mitmachen. Also, wenn Sie heute auf die Summe von 80.000, die ich schon unfassbar großartig finde, wenn Sie da ein wenig helfen wollen und noch was nachlegen, dann sind Sie herzlich eingeladen, das nachher zu tun. Nun aber zurück zum heutigen Abend und zum Nachdenken über die Zukunft und zur Frage des Abends, nämlich über die Zukunft der Vergangenheit in den deutsch-israelischen Beziehungen zu sprechen. Alles Gute. Ja, guten Abend auch von mir, liebe Gäste hier im Thalia-Theater zum 10. Bridging the Gap. Sie haben die Einführung schon gehört und wir haben ja hier ein ganz hervorragendes Forum. Wir haben noch nie so ein großes Forum gehabt. Es
Es ist eine große Herausforderung, aber auch eine riesige Freude, weil ich finde, dass wir hier eine tolle Bandbreite von Meinungen und Generationen haben. Und ich werde versuchen, zumindest bruchstückhaft inhaltlich und zeitlich diese Revue zu passieren. Nicht nur der 50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Israel und Deutschland, sondern auch der Tatsache, dass noch nie der Austausch zwischen Deutschland und Israel so intensiv und so positiv war wie heute auf Gebieten der Wirtschaft, der Kultur, der Kunst, dem akademischen Austausch, der Sicherheitsfragen. Auch ist Israel nicht nur für Deutsche weltweit, aber auch für viele deutsche Touristen ein Sehnsuchtsland, trotz der Sicherheitsbedenken. Und trotzdem ist es so, dass, ist mein Eindruck und ich denke, das ist so, dass das politische Verhältnis Israels mit der Welt auch heute nie so angespannt war wie heute. Die Sympathie der früheren Zeit scheint sich seit etlichen Jahren in wachsende Kritik umzudrehen. Wir wollen das heute auch vor dieser besonderen Beziehung zwischen Deutschland und Israel Revue passieren und beleuchten. Und über die Vergangenheit und wie man daraus eine Zukunft macht, sprechen. Und ich würde gerne sofort einsteigen, weil Sie ja auch eine kleine Einführung sowieso schon von Joachim Lux bekommen haben. Ich möchte dazu sagen, wir haben uns vorhin geeinigt, das The Israeli Way zu machen. Also wir sprechen uns mit Vornamen an. Und Sie wissen ja, Sie kennen ja die Person oder haben Sie ja unsere Gäste hier am Podium eben vorgestellt bekommen. Ich frage also, fange mit Shimon an. Lieber Shimon, vorgestern flogen 180 junge kreative Deutsche aus Kultur und Wirtschaft auf Einladung der israelischen Regierung nach Israel in einem gecharterten Jet mit lachenden Gesichtern. Eine ganz tolle Sache. Haben Sie denn auch den Rest des Jubiläums so positiv und optimistisch erlebt? Ja. Ich sage es ja mit etwas Vorbehalt. Und weil ich heute ein ehemaliger bin, spreche ich ganz offen, weil Sonja, du hast, und ich benutze das Wort du, weil ich und Sonja seit einiger Zeit befreundet sind. Ich habe in einem Aufsatz vor etlicher Zeit die 50 Jahre mit der Überschrift Feierlichkeiten als Fassade beschrieben. Und ich meine, es ist interessant, wir stehen hier, wir sitzen hier auf der Bühne, aber viel interessanter ist, was sich hinter der Bühne abspielt. Und so, ja, nach außen, politically korrekt, haben wir etwas zu begehen, das sind 50 Jahre. So leicht und so positiv, wie man es darstellt, wenn man das etwas mehr ins Detail guckt, dann glaube ich, überwiegen die Asymmetrien über die Symmetrien in der Beziehungen, und vielleicht darüber werden wir auch später zu sprechen kommen. Aber ja, also wenn man über die Bühne spricht, dann entspricht es das, was du eigentlich beschrieben hast. Ja, wir sind im Theater, also wir haben die Bühne und wir haben auch den Raum hinter der Bühne. Und jetzt frage ich zunächst mal Stefanie und Monty als junge Deutsche. Wir haben auch unter uns verabredet, dass wir nicht unter Jung und Alt unterscheiden werden. Daran muss ich mich erstmal noch ein bisschen gewöhnen. Wie haben Sie die Festlichkeiten und die Aktivitäten erlebt? Vielleicht können Sie kurz sagen, ob das für Sie als doch die jüngere Generation auch sichtbar war. Und vor allen Dingen, Monty, Sie selber sind ja auch in der deutsch-israelischen Gesellschaft und dem Jungen Forum tätig. Was haben Sie so kurz gesagt veranstaltet? Wie war die Resonanz? Vielleicht Stefanie zuerst? Ja. Kann ich gerne machen. Ach so, eigentlich in Englisch oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Auf Deutsch, okay. Also, ich habe von diesen Feierlichkeiten sehr viel mitbekommen, was vor allem auch damit zusammenhängt, dass ich zum einen also im Bereich der deutsch-israelischen Beziehung tätig bin und mich das Thema einfach auch seit vielen Jahren umtreibt und sehr bewegt. Und ich habe sehr viel Positives erlebt, viele spannende Diskussionen, Panels und so weiter. Und das, was Sie schon erwähnt haben, dass zum Beispiel diese 180 Personen gestern da nach Israel geflogen sind, das sind super tolle Entwicklungen. Und das gibt Hoffnung auf eine positive Zukunft. Aber ich muss mich auch Ihnen anschließen.
Das ist sozusagen nur die eine Seite. Und es gibt auch eine andere Seite, die ich sehr besorgniserregend finde. Und das ist der steigende israelbezogene Antisemitismus, den wir in Deutschland haben. Und es gab ja auch dieses Jahr eine sehr wichtige Studie der Bertelsmann Stiftung. Ich denke, jeder auf dem Podium kennt das schon. Okay, da gehe ich nicht so viel drauf ein. Die Besorgniserregendes gezeigt hat. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, eine neue Generation zu bilden mit mehr Menschen, die sich dafür interessieren. Und wir müssen vor allem es auch schaffen, junge Menschen aus der muslimischen Community zu integrieren und zu begeistern für Israel. Das soll ja auch, das wollen wir auch auf jeden Fall noch weiter und tiefer diskutieren. Vielleicht Monty erstmal. Was hat sich da im Rahmen der deutsch-israelischen Gesellschaft oder des Jungen Forums, haben Sie da einen guten Zulauf gehabt? Jetzt praktisch alles vorzustellen, was wir in diesem Jahr gemacht haben, wäre nicht möglich. Nur eine kleine Auswahl, bitte. Machen wir eine Fortsetzung. Ganz kurz. Also ich muss mich meinen Vorrednern erstmal anschließen. Es ist schwierig gewesen. Wir haben viele Veranstaltungen gehabt und viel positive Resonanz gehabt, ganz klar. Es sind wunderbare Ausstellungen beispielsweise gewesen, die jetzt gerade auch so ein bisschen durch die Gegend reist, Israelis und Deutsche, wo die deutsch-israelische Gesellschaft sehr viel tätig gewesen ist. Aber um nochmal so ganz dezidiert auf den Punkt der Jugendarbeit einzugehen, und das ist ja auch das, was ich in der deutsch-israelischen Gesellschaft mache, es ist schon ein bisschen schwierig. Wir haben auf der einen Seite das Junge Forum, das läuft, das wird immer größer, wir gründen uns in immer mehr Städten. Und das war, glaube ich, auch das, was dieses Jahr begleitet hat, dass immer mehr Menschen darauf aufmerksam geworden sind und gesagt haben, gucken wir uns das Ganze mal an, kommen wir mal vorbei. Aber ganz klar, wie Steffi das gesagt hat, nebenbei gibt es eben diese Welle besorgniserregender Ereignisse. Und gerade in dieser Arbeit, die wir ja irgendwie machen, merkt man das besonders häufig. Also man fühlt sich so ein bisschen wie auf dem Schmelztiegel einfach, weil man wirklich, glaube ich, Sachen sieht, die teilweise großen Teilen der Gesellschaft vielleicht gar nicht so oft begegnen. Jetzt möchte ich gerne Salim und Mohr fragen. Ich habe es vorhin erfahren, Mohr war schon 4-mal in Deutschland und hat auch deutsche Wurzeln. Salims erster Besuch in Deutschland. Wie ist, für Sie ist, glaube ich, auch diese Frage des Verhältnisses zwischen Deutschland und Israel auch eine relativ neue Sache, mit der Sie sich auseinandersetzen. Ich wollte Sie beide fragen, wie ist dieses Jubiläum auch in Israel wahrgenommen worden? Was sagen Sie mal? First of all, I'm really excited about the 50th anniversary. I think it's a second generation to Holocaust survivors. And due to the fact that my grandfather had to escape his hometown from Berlin, when he was only 10 years old, coming by himself to Israel, I never thought of it, of how fast we went through it. And unlike other countries who stay in these conflicts and disputes and things, I think we're two very mature adults dealing with it. And it's amazing. Mm-hmm. I'm really excited to be here and talking about it. It's very exciting for me. And so you knew and realized that there was a special jubilee year? Mm-hmm. Yes. Yes, definitely. And how about you, Salim? Okay, I'm not going to talk about the jubilee year, but I'm going to talk in general. Me as an Arab person living in Israel, I believe we have been blessed with the relationship with Germany. And why is that? Because coexistence is a keyword in Israel. And somehow Germany managed to create a method for Arabs and Jews to coexist. Just a while ago, me and Stephanie, we were talking about some programs between that makes Arab kids and Jewish kids in a music program. They give them an opportunity to play together and study together and travel together. I guess such programs that are held, I believe, only by Germans contribute vastly to the coexistence of us Arabs with the Jews in Israel, and that's really blessed for me. Mm-hmm. But are you happy to be in Germany? Are you excited about it? Again, this is my first time in Germany. Okay. I've wanted to come here for a long time, and this is a start for a long journey with Germany. I guess there will be many more visits to Germany soon. Sehr schön. Fania, ich möchte Sie fragen, Sie und Ihr Vater, der berühmte Schriftsteller Amos Oz ist ja schon gesagt worden. Sie haben ja auch zusammen geschrieben. Du hast mit Amos Bücher geschrieben und Aufsätze.
Ihr habt beide gesagt und immer wieder gesagt, dass das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel nicht als normal angesehen werden kann und es auch für absehbare Zukunft nicht sein wird. Gibt es ein Zitat von Amos, was sehr deutlich ist? Ich würde das gerne einmal bringen. Eine ungeheure Kluft tut sich auf zwischen der Situation, in der die Nachkommen der Mörder sind und der, in der sich die Nachkommen der Ermordeten befinden. Wird es für immer diese Kluft geben? So, danke für die Frage, Sonja. Ich antworte in Englisch. Ich ziehe Englisch vor, weil unsere Sache ist so nuanciert und kompliziert, dass Englisch ist für mich ein bisschen besser. So, Entschuldigung, but I will switch to English. I will not speak for my father because I noted that he is very good in speaking for himself. And so I will only speak for myself, although we do have a lot of conversations, yes, obviously, on these topics and many others. I think that the 50th anniversary celebration, the Jubilee celebration of Israeli-German diplomatic relations that we are celebrating, about to finish celebrating this year, at the end of an era. What was before will not be in the future. And I'm saying this partially with a sad heart, because we are not in the best of times in Israel. We are not in the best of times, never were in good times, between Israelis, Jews and Palestinians, but now even worse, the Middle East is not at its best. And there are too many things happening, as Shimon said, behind the scenes of these festive occasions. I also think that this festive year will lead to a relatively low point in Israeli-German official relations. So that the more formal, official, state-funded, Stiftungenabhängig, foundation-related projects are going to thin down a little bit. We are already feeling it. It's already more difficult for a young Israeli writer to publish a book in Germany today than it was 10 years ago. It's more difficult for Israelis to make a statement here than it was 10 or 20 years ago. And this is natural because the relations are not in a good way, and this very symbolic festive year is somewhat covering this, but after it's over, I think we are heading down in the official relations. At least as long as the current governments in Jerusalem and in Berlin continue on the same line of, to put it gently, disagreement. Mm-hmm. Friendly, of course, but yeah, disagreement. However, I'm only half sad about it. Because I think there is something important to be said for the unofficial relations between the two societies. Because what has been happening in the last 20 years or 30 years is an amazing rise in everything that goes under the government radar. People to people, young people to young people, interaction of civil societies, political parties, Kirsten will tell you about it more, and ideological groups. Musicians, artists, academics, scientists, you name it. Yeah. This will survive. And it will survive because we are indefinitely interesting to one another. Mm-hmm. So that the young generation, so well represented here by these wonderful four people, two of which are my Haifa students, well, you count as a student, and of course, Salim can tell you all about my classes. This wonderful generation will no longer need governments or foundations. They should be able to get on their own feet, mm-hmm, and discuss matters on their own feet and exchange what Germany and Israel must exchange, which is not just the past, yeah, but also current affairs common to us. Let me be blunt, a Muslim minority in each of the countries, the rise of a right-wing and nationalist right-wing in each of the countries. Of course, many differences prevail, but we have a lot to talk about, a lot to exchange ideas on. Yeah. This is the good news.
that the governments are weakening or might weaken the relations, but the people will not weaken the relations because we are too fascinating to each other. Fania. And my final word, Normalisierung, niemals. Never. Normalisierung, niemals. Never Normalisierung, but what I've called before, eine neue Unnormalität. Mm-hmm. Of a different kind than we had before. Ja, ich weiß, dass Fania eine Optimistin ist. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache. Kerstin, wir haben ja gerade auch schon hinter die Fassaden ein bisschen der Feierlichkeiten geguckt. Vielleicht sogar noch deutlicher und früher, als ich gedacht hatte, dass das passieren würde. Eine dieser offiziellen Linien, also der politischen Linie, ist ja auch die deutsch-israelische Parlamentariergruppe. Und Sie sind ja neben dem, wie Sie vorgestellt worden sind, glaube ich, auch Vorsitzende des wichtigen Ausschusses für Arbeit und Soziales und andere Dinge. Sterbehilfe haben Sie sich ja jetzt sehr stark damit auseinandergesetzt. Und trotzdem haben Sie letztes Jahr sich entschieden, auch als stellvertretende Vorsitzende dieser Parlamentariergruppe aktiv zu werden. Ist diese Gruppe auf dieser offiziellen Ebene, die hier auch ein bisschen in Frage gestellt wurde, spielt die eine große Rolle? Also wie sehen Sie das? Ist die anders als mit anderen Ländern? Sie ist vielleicht ein bisschen ein Bild davon, was wir gerade schon gehört haben. Also auf der offiziellen Bühne ist das alles ganz okay und in der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe sind diejenigen, die enge Freunde Israels sind unter den Parlamentariern. Aber tatsächlich gibt es backstage eine ganze Menge Dinge, über die wir reden müssen, auch offen reden müssen. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Jetzt gerade letzte Woche haben wir gemeinsam, die Parlamentariergruppe wird von jeweils einem Abgeordneten jeder Fraktion geleitet, also interfraktionell, entschieden, dass wir die israelische Justizministerin anschreiben, die ein neues NGO-Gesetz auf den Weg bringen will, was allen Stiftungen, die politische Arbeit mit Partnern in Israel macht, große Probleme bereiten wird, weil sie dann nämlich als ausländische Interessen gewertet werden. Ein ähnliches Gesetz gab es in Ägypten, die gleiche Debatte gab es in Ankara und in Moskau. Also es gibt tatsächlich hinter der Bühne einige Probleme. Trotzdem will ich sagen, die deutsch-israelischen Beziehungen sind sehr gut, sind sehr eng. Sie sind nicht nur auf der offiziellen Ebene eng, sondern viele von uns, die im politischen Bereich aktiv sind, haben seit vielen Jahren enge Beziehungen. Und das ist uns auch sehr wichtig. Es ist mir persönlich auch sehr wichtig. Meine persönliche Geschichte mit dem Thema hat begonnen, als ich mit 16 Jahren zum ersten Mal in der Gedenkstätte in Auschwitz war. Ich habe Geschichte studiert, ich habe über jüdische Geschichte gearbeitet, habe selber Gedenkstättenarbeit gemacht. Also auch bei mir ist es eine Entscheidung, aus der Geschichte zu lernen. Aber ich habe gerade in meinem politischen Engagement die Hoffnung, dass wir daraus viel für die Zukunft machen können. Das können wir aber nur dann, wenn wir auch offen und ehrlich miteinander reden. Wir hatten ein paar schöne offizielle Festakte in diesem Jahr. Der israelische Präsident war in der Philharmonie in Berlin. Unser Bundespräsident und Herr Rivlin haben sich sehr gut verstanden. Ich glaube, das war ein Highlight. Die israelische Regierungsdelegation nach Deutschland wurde abgesagt wegen der aktuellen Situation dort. Also da muss man schon sagen, ist es nicht so, läuft es nicht so flüssig, wie es auch sein könnte. Es gibt sicherlich auch Meinungsverschiedenheiten, aber ich glaube, unter Freunden ist es besser, sich die Meinung zu sagen. Und deshalb will ich ausdrücklich sagen, dass ich glaube, dass das Verhältnis Deutschlands zu Israel ein besonderes ist und auch auf der politischen Ebene ein besonderes ist. Mir macht es eher Sorgen, dass, ich will das an der Demonstration letztes Jahr im Sommer festmachen, als es in Deutschland antisemitische Demonstrationen gab im Zusammenhang mit dem Gazakrieg, hat die ganze politische Welt, die Gewerkschaften, die Wirtschaft, die Bild-Zeitung, alle haben aufgerufen zu einer großen Demonstration in Berlin gegen Antisemitismus, für Solidarität mit Israel. Wir waren auch alle da und wir kannten uns auch alle, die da waren. Aber es war nicht die breite Masse der Bevölkerung da. Und ich glaube, da liegt das Problem und daran müssen wir arbeiten. Und deshalb finde ich alles und unterstütze auch als Politikerin alles, was im Bereich des Jugendaustausches passiert. Das finde ich so wichtig. Ich persönlich engagiere mich seit vielen Jahren für eine deutsch-israelisch-palästinensische Jugendbegegnung, das Willy-Brandt-Zentrum in Jerusalem, weil ich es für so unendlich wichtig halte, dass man miteinander redet. Wenn man miteinander redet, kann man gemeinsam Zukunft gestalten. Und deshalb sage ich, das Verhältnis ist sehr gut, aber wir müssen reden, weil viele Probleme backstage da sind und besser, sie kommen auf den Tisch, als sie setzen sich fest. Und da ist, glaube ich, viel zu tun in der Zukunft. Mhm. Bevor wir jetzt tatsächlich auch über diese Zukunft sprechen und darum, wie man das gestalten kann, wie wir diese Probleme, die hier schon alle auf dem Tisch liegen, angehen kann, möchte ich doch noch ein paar Minuten über die Vergangenheit sprechen, damit das nicht sozusagen unter den Tisch fällt. Christian, diese Umfrage, die schon von Stefanie zitiert worden ist, hat unter anderem auch ein Resultat hervorgebracht, nachdem ca. 60% der Deutschen meinen, dass das Thema Holocaust eigentlich endlich hinter uns
gelassen werden sollte. Und ich wollte Sie fragen, Medien spielen ja hier eine ganz große Rolle, auch in der Art und Weise, wie die Menschen sich ihre Meinung bilden. Darüber werden wir auch noch sprechen, weil das auch gerade in Beziehung zu Israel sehr wichtig ist. Wie sieht es aus mit dem Thema Holocaust, Aufklärung darüber, Verpflichtung zum jüdischen Volk und Israel? Wenn wir diese Umfrage sehen, die also wirklich aus meiner Sicht erschreckend ist, findet das Ihrer Meinung nach, wie deuten Sie diese Umfrage, findet das genau ausreichend Platz in den Medien oder auch zu viel? Was sagt das Publikum? Was gibt es da eine Verpflichtung der Öffentlich-Rechtlichen? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Verpflichtung, darüber zu reden, darüber zu berichten. Es gibt eine Verpflichtung, über unsere Geschichte zu berichten. Ich glaube, wir machen da auch eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Man kann aber niemanden zwingen, das zu gucken. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Und die Medien können immer nur bis zum gewissen Grade Dinge leisten, glaube ich. Und dann ist am Ende doch jeder selbst auch gefordert zum gewissen Grad. Was mir aufgefallen ist bei dem Kapitel deutsche Vergangenheit, bei dem Kapitel Holocaust, als ich nach Israel ging, haben viele Freunde, Bekannte gesagt, du wirst an jeder Ecke angesprochen werden auf den Holocaust. Und ich dachte, na, mal gucken. Also ich muss sagen, als ich nach Israel kam, war ich vorher 2-3 Mal in Israel gewesen im Urlaub und hatte also jetzt nicht besonders viel mich damit befasst, was, finde ich, rückblickend gar nicht so schlecht ist, wenn man nicht beladen mit jahrelang im Studium dahin kommt, sondern einfach mal vielleicht noch mal relativ frisch auf die Sache guckt. Und ich kam an und ich weiß es noch ganz genau, es war wieder der 2. oder 3. Tag, eine Eisdiele in Bat Yam. Und die Verkäuferin sagt, wo kommst du her? Und ich sage, aus Berlin. Und dachte, ach, da haben wir es. Also am 2. Tag geht es schon los. Und dann sagt die aber, Berlin, kannst du mir eine gute Kneipe empfehlen? Das ist ja großartig, weil ich fahre nächste Woche dahin. Und das ist etwas, was sich eigentlich durch meine gesamten 5 Jahre in Israel gezogen hat. Die Menschen in Israel, besonders die jungen Leute, verbinden mittlerweile mit Deutschland natürlich die Vergangenheit, aber eben auch ganz entschieden die Zukunft. Und wenn man sieht, mit welchen Begriffen Berlin mittlerweile belegt wird von jungen Israelis, nämlich mit Party, Spaß, richtig über die Stränge schlagen, billig, auch ganz wichtig im Vergleich zu vielen, vielen Orten in Israel. Das sind alles Adjektive, das würde man ja als Deutscher gar nicht denken. Und das, finde ich, ist eine ganz interessante Entwicklung, die auf der anderen Seite aber auch, ja, wie soll ich sagen, nachdenklich macht. Weil ich glaube, die deutsch-israelischen Beziehungen laufen mittlerweile, und das ist wirklich sehr interessant, von israelischer Seite beinahe besser in Bezug auf Deutschland als von deutscher Seite in Bezug auf Israel. Und ich glaube, viel machen kann man da auch mit Politiker Delegationen am Ende nicht, sondern was hilft, ist, sich gegenseitig zu besuchen. Das ist total wichtig, und ich glaube, dass Flugpreise, die unter 100 Euro liegen nach Tel Aviv, also EasyJet, Air Berlin, Arkia, die machen mehr für die deutsch-israelischen Beziehungen als jede Parlamentariergruppe, Entschuldigung, aber auch jede Angela Merkel und Bibi Netanyahu, die sich treffen. Ja, ich bin, Fania wollte gerade noch was sagen. Ich wollte sonst, weil Sie ja auch die jungen, unsere jungen Israelis hier angesprochen haben, fast kommt es mir so ein bisschen vor, als ob es so ein bisschen ein Ballast ist, den wir sozusagen hinter uns lassen. Und können wir denn so in die Zukunft gucken? Fania, du wolltest gerade noch sagen, ich wollte dich kurz fragen, weil ich dann unserer jungen Freude fragen will, inwieweit definiert sich überhaupt Israel noch über... Can we say something about Israelis in Berlin? Ja, da kommen wir noch drauf. And if it comes later, I will. Ja, it comes later. Okay. Of course. Mm-hmm. Es ist ein tolles Thema. Israelis in Berlin und die Liebe für Berlin und die Liebe für Tel Aviv. Deutsche Tel Aviv. Ja, auch eine Party. Genau. Eine Party. Salim, was bedeutet dieses Thema Holocaust, mit dem sich ja die jüdische Mehrheit in Israel identifiziert, für Sie als arabischen Israeli? Okay, so again, I've been blessed with the chairman of my school, my high school, who insisted that we visit Yad Vashem. Each year he would take the school to visit Yad Vashem because he believed that it is a lesson that everybody should listen. And we as Arabs, I admit, we do not actually focus on this matter of the Holocaust. We think that it's only a matter of the Jews, that we Arabs we have nothing to do with it. But he insisted that we, each and every one of us as Arabs, must learn it and study it deeply. Because the lesson learned from the Holocaust and after the Holocaust
can have implications and effect on us as Palestinians and how we decide to continue our defending our the cause of the Arabs, Palestinians in Israel and outside Israel. Mm-hmm. So yes, as an Arab, I urge every Arab to learn about the Holocaust and study about the Holocaust. There is a lesson that must be learned. Mm-hmm. Moa, inwieweit ist das für Sie? Sie sind ja, Sie kommen aus der Familie, eine Familie der Holocaust-Überlebenden. Ist das für Sie noch, denken Sie daran, wenn Sie nach Deutschland kommen? Of course, I can't leave it all behind and not think about the fact that 70 years ago, all of this happened here, and not just like here, but in Europe. But I don't keep it in mind. Like, I don't feel scared going roaming in the streets of Germany like a Jewish person would be scared in the past. And I don't feel like someone is looking at me differently, and I don't look for it. Like, I don't. I have lots of German friends in the Haifa University, and. I don't feel it. Okay. Shimon, um das ein bisschen abzuschließen, bist du der Meinung, dass oder dass Deutschland in all den Jahren mit der Vergangenheitsbewältigung und der Gewissenserforschung gut umgegangen ist? Zunächst, ich werde ja nicht das Wort Bewältigung, sondern die Auseinandersetzung als Wort vorziehen. Noch einmal verglichen mit der Aufarbeitung ihrer eigenen Geschichte, wenn wir deutsche Vergangenheit zum Beispiel mit der Art und Weise, wie Österreich mit ihrer Vergangenheit Aufarbeitung gegangen ist, oder für den Fall Japan. Es gibt ein großartiges Buch von einem Historiker, Jan Buruma, der die Aufarbeitung der Vergangenheit in diesen drei Ländern beschrieben hat und analysiert hat und kommt zu einem unzweideutigen Ergebnis, dass die Deutschen von den drei die intensivste Aufarbeitung der Geschichte betrieben haben. Nun, dazu muss man sagen, die Auseinandersetzung mit der Geschichte, so es wie ein Floskel schon bereits eben ist, ist eine Daueraufgabe. Die hört ja eben ja nicht auf nach dem Motto, jetzt sind 70 Jahre vorbei und nun Strich unter diese Dinge tun. Insofern glaube ich, die Aufarbeitung der deutschen Geschichte von der deutschen Gesellschaft ist etwas, worüber die Deutschen auch stolz sein können. Ich werde um das Bild etwas differenzierter, Sonja, noch ein Wort. Wie Israelis streiten uns ja immer untereinander und teilen ja nicht unbedingt alle Auffassungen. Und so teile ich ja die Auffassung von Fania nicht so sehr mit Hinblick auf das, was sich auf der zivilen Gesellschaft zwischen den beiden Gesellschaften passiert. Und ich meine, wenn Meinungsumfragen ein Wegweiser oder ein Indiz, ein Barometer eben ist, dann glaube ich, haben die Israelis schon bereits ihre Meinung zu Deutschland, die Wahrnehmung, und die ist in Israel differenziert und ambivalent. Über die Jahre ist das zugenommen und über die Jahre das Positive auch überwiegt, obwohl, wie gesagt, die Vergangenheit bleibt ein Eckpfeiler, weil das ist ja ein Teil der israelischen politischen Kultur. Aber was sich in Deutschland über die Jahrzehnte in Sachen Einstellung zu Israel innerhalb der deutschen Zivilgesellschaft abspielt, ist besorgniserregend. Soweit, dass wir heute sagen, dass die deutsche Zivilgesellschaft Einstellung zu Israel tendiert zwischen Indifferenz und Negativ. Und das ist trotz der zahlreichen Besuchen, Klammer auf, als Botschafter habe ich eine Diskussion mit meinen Staff gehabt über die Frage, hilft es uns, wenn Deutsche nach Israel reisen oder nicht unbedingt? Denn überall herrscht die Meinung, fahren die Leute dorthin, dann kommen sie eigentlich zurück mit überwiegend positiven
Einblicke oder Gefühle. Und es stellt sich in den letzten Jahren, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Menschen gehen dorthin und kommen zurück viel kritischer und negativer, als sie eigentlich dorthin gefahren sind. Insofern, ich glaube, die Zivilgesellschaftsebene und die Tatsache, dass zahlreiche Deutsche Israel besuchen und je mehr, umso besser, vielleicht für den Tourismus. Aber ich bleibe bei der Asymmetrie. Zwischen den beiden Gesellschaften herrscht zunehmend eine Asymmetrie. Und wenn man über die Zukunft der Vergangenheit spielt, so muss man sagen, dass wenn ich für eine, noch eine Sekunde, Sonja, mich mit das, was heute innerhalb der historischen Zunft auch cool ist und dass es mit Counterfactual History auch zu befassen hätte, dann wenn ich die Frage gestellt hätte, hätten die Beziehungen nach 50 Jahren zwischen Israel und Deutschland so gewesen, ohne die Shoah-Säule, dann frage ich mich nach der, ob es wirklich so viele Konvergenz in den Interessen der beiden Länder eben herrscht oder nicht, oder bleibt noch immer die Shoah-Säule, die ja tragende Säule auch für die Zukunft. Und wenn die Shoah die tragende Säule für die Zukunft bleibt, dann gibt es noch zusätzlich Anlass zu Besorgnis. Ja, das ist natürlich ein pessimistischeres Bild, aber realistisch. Aber ich kenne Fania und Shimon so, Fania als Optimistin, Shimon eher als Pessimist. Fania, ich komme gleich, ich wollte gerne doch noch mal zu dieser Asymmetrie einmal Christian Siebers und dann Kerstin Griese befragen. Diese Asymmetrie in der zwischen der sozusagen deklarierenden politischen Ebene und auch der öffentlichen Wahrnehmung, wo auch wieder zwei Dinge gleichzeitig passieren. Einmal, was du, Fania, gesagt hast, diese Fülle von Beziehungen, ich habe es eingangs gesagt, die waren noch nie so entwickelt. Noch nie hat es so viele akademische Partnerschaften gegeben, noch nie hat es so viele künstlerische Projekte und so gegeben. Auf der anderen Seite eben diese Wahrnehmung Israels im öffentlichen Bild, Christian. Da spielen doch Medien auch eine ganz große Rolle. Welches Bild von Israel wird transportiert? Bevor wir an die Ursachen gehen, die Katze beißt sich in den Schwanz. Also ja, das Bild von Israel ist natürlich in erster Linie, wenn man jetzt die Nachrichten sieht, ein Bild von einem Krisenland, ja, in dem es schwierig ist, in dem es viele, viele Schwierigkeiten gibt. Das ist ja ganz klar. Und da muss man aber erstens sagen, das ist ja auch zumindest ein großer Teil der Wahrheit. Es gibt in Israel viele Schwierigkeiten, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Die Situation der Israelis mit den Palästinensern ist komplett ungeklärt. Der sogenannte Friedensprozess, der existiert nicht, sollte deswegen eigentlich aus meiner Sicht auch gar nicht mehr so genannt werden, weil es ihn schlicht nicht mehr gibt. Israel hat wirklich an vielen Ecken massive Schwierigkeiten und dann kommen natürlich die Kriege dazu mit Gaza. Ich habe zwei erlebt, sowohl als Privatperson, in dem Bomben auf einen selber geschmissen wurden in Tel Aviv, als auch als Berichterstatter und auch aus der Gaza-Perspektive, die nochmal eine komplett andere ist, die man aber bei der ganzen Geschichte natürlich auch immer sehen muss. Die palästinensische Perspektive ist ja auch sehr wichtig bei der ganzen Sache. Und natürlich ist das dann immer das, was in den Nachrichten kommt. Aber ich sage immer, in den Nachrichten kommt natürlich erstmal das Außergewöhnliche. Und solange wir in den Nachrichten das Außergewöhnliche zeigen und das Außergewöhnliche eher schlecht ist, können wir davon ausgehen, dass die Welt noch halbwegs in Ordnung ist. Schlimm wird's, wenn wir abends in den Nachrichten zeigen, dass ein Flugzeug sicher gelandet ist. Dann müssen wir uns wirklich Sorgen machen um den Luftverkehr. Insofern ist das erstmal das, was man bei der ganzen Diskussion immer sehen muss. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor auch als Rezipient von Nachrichten. Das Besondere ist Nachricht, nicht der Normalfall. Insofern kommen natürlich tendenziell eher immer schlechte Nachrichten abends im Fernsehen. Das aber ist vollkommen haben Sie nicht, klar. Sie haben ja das ja mal selbst gesagt, ich habe ein Interview nachgelesen, das Sie gegeben haben, nachdem Sie zurückgekommen sind, weil Sie haben ja natürlich beides. Zum einen waren Sie in Israel und ich glaube, haben Sie selber gesagt, dass Sie auch im Gegensatz zu was Shimon gesagt hat, doch ein differenziertes Bild von Israel mitgebracht haben. Und zum anderen haben Sie gesagt, wir dürfen nicht in Medien zum Beispiel Begriffe verwenden wie Gewaltspirale. Ja? Genau.
Aber das passiert doch täglich. Also wie soll ein Bild eines solchen Landes, es transportiert sich doch über die Medien auch sehr stark. Ich glaube, Gewaltspirale wird immer verwendet, weil man schnell in irgendeiner Nachrichtenredaktion ohne besonderen Bezug zum Nahen Osten und ohne besonders viel Ahnung vom Nahen Osten versucht, so eine schnelle Überschrift zu entwerfen. Und dann kommt so ein klassischer Satz, die Spirale der Gewalt dreht sich weiter. Das ist auf der einen Seite aus meiner Sicht falsch und auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, was den Zuschauer oder den Leser, glaube ich, nicht besonders animiert weiterzulesen, weil er dann sagt, ach ja, nichts Neues aus dem Nahen Osten. Also gucken wir mal, Berichte aus Israel oder aus dem Nahen Osten allgemein galten, sage ich jetzt mal, lange Zeit auch als Quotenkiller. Ja. Nach dem Motto, die Leute schalten ab, weil sie können es nicht mehr hören. Das ist zum Teil, finde ich, auch verständlich. Weil man muss ja eins sagen, dieser Konflikt, der dauert, ohne dass er sich in irgendeiner Form weiter bewegen würde, Ewigkeiten. Mhm. Und es ist ganz schwierig, da irgendwie eine Lösung zu finden. Ich habe jetzt John Kerry verfolgt, der gerade wieder in Israel war. Der war am Ende dermaßen frustriert, dass der bei Netanyahu angerufen hat, hat gesagt, sorry, ich weiß auch nicht mehr weiter. Also es ist eine total verfahrene Situation. Und trotzdem glaube ich, Spirale der Gewalt trifft es nicht richtig, weil hinter jedem neuen Ausbruch von Gewalt stecken immer ganz konkrete Gründe. Militärischer Art, politischer Art, wirtschaftlicher Art. Und es ist Aufgabe von gutem Journalismus, diese Gründe zu benennen und dem Zuschauer nahezubringen. Und ich glaube, dass auch dann viel Verständnis für diese Region geweckt werden kann und dass man dann auch wegkommt von diesem Schwarz-Weiß-Bild. Denn Schwarz und Weiß ist es nie, schon gar nicht im Nahen Osten. Monty, wie erfahren Sie das jetzt durch Ihre Arbeit für die deutsch-israelische Gesellschaft und das Jugendforum? Da kristallisiert sich doch dieses Bild, was wir jetzt mitbekommen haben von Israel in besonderer Weise. Sind Sie da verzweifelt? Wenn man verzweifelt ist, dann macht man diese Arbeit, glaube ich, nicht mehr. Aber es gibt schon die Morgende, wo ich die Zeitung aufschlage und den allmorgendlichen Wutanfall bekomme. Worüber? Israel droht mit Selbstverteidigung. Das sind solche Überschriften. Ich glaube, das hat der Fokus damals gebracht. Und es ist nicht umsonst so, dass es inzwischen wirklich Akademien für Journalisten gibt, damit man langsam mal so ein bisschen einen Ausgleich hinbekommt, eine differenzierte Berichterstattung. Christian hat das wunderbar gesagt. Das ist eigentlich das, worauf man eigentlich mal hinaus wollen würde. Und das ist wirklich der Punkt. Wir haben da schon dran zu kämpfen in dieser gesamten Arbeit. Und das ist auch das, was ich das letzte Jahr beispielsweise ausgemacht habe, wo wir da gerade darüber gesprochen haben, über die Gaza-Demonstration 2014. Ich bin selber Opfer eines tätlichen Übergriffs geworden. Und diese Stimmung, in der sich das Ganze befunden hat, war aufgeheizt. Da muss man ganz klar auch darüber sprechen, dass es eine Verantwortung der Medien gibt, an dieser Stelle wirklich sachlich, differenziert und fundiert zu berichten. Und leider ging das teilweise, ich habe da Bilder gefunden, die beispielsweise aus dem Syrienkrieg einfach 1:1 verwendet wurden. Das ist schwierig. Und unter jungen Menschen war das dann auch schnell sehr aufgeheizt. Ich habe da teilweise Gespräche geführt, wo Menschen einfach auch ein sehr einfaches Bild haben. Es ist dieser Manichäismus, den Christian gerade gezeichnet hat, es ist dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Und da sind wir eigentlich sehr am Kämpfen. Wir liefern einfach nur Informationen. Das ist eigentlich unsere Hauptarbeit. Wir wollen nicht groß Partei ergreifen, die deutsch-israelische Gesellschaft, zwei Juden, drei Meinungen, ich glaube, so geht das bei uns auch zu, ist natürlich auch inhaltlich einfach differenziert. Und es ist schon irgendwie der Punkt, dass wir natürlich versuchen, einfach den Menschen Informationen zur Verfügung zu stellen, zu sagen, das, was Christian sagt, fahrt mal hin, schaut es euch an. Das Problem ist natürlich auch immer, mit wem fährt man hin? Ich habe jetzt beispielsweise, ich arbeite auch journalistisch und ich habe eben über einen Abgeordneten der Grünen beispielsweise geschrieben, der mit Miseria und Brot für die Welt nach Israel gefahren ist. Er kommt wieder und sagt, die Mauer, Zitat, die Mauer, die da in Israel steht, die Mauer, die hier in Berlin gestanden hat, ist ein Spielzeug dagegen. Und das ist gegenüber den Mauernopfern, die es hier in Berlin gegeben hat, das ist verharmlosend, das ist fürchterlich. Und da muss man mehr Aufklärungsarbeit leisten und das ist unsere Arbeit. Aber wir haben noch viel vor uns. Mhm. Kerstin, ich wollte gerne hören, wie Sie das sehen und vielleicht das gleich noch mal mit dem Punkt einbetten. Das Zitat von Kohl, was hier ehemaligem Bundeskanzler Kohl was gebracht wurde, liegt ja lange zurück. Aber es gibt ja noch ein bestimmtes Zitat unserer Bundeskanzlerin zur 60. Gründung des Staates Israel, was sie in Knesset gesagt hat, dass die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson gehört. Das ist jetzt die Frage dieser offiziellen Ebene, was ist sie wert? Sie ist ja
dafür ja auch zum Teil kritisiert worden, besonders sagen wir mal aus der etwas linkeren Ecke. Aber auch der Bundespräsident, der später, ein paar Monate später nach Israel fuhr, sagte, also Staatsräson vielleicht nicht, deutsche Politik. Sie sagten, man muss auch kritisieren können. Wie weit geht das jetzt? Also wie weit darf man kritisieren aus Deutschland und offiziell? Ja, ich glaube, der Unterschied ist da und das gibt es in der Tat nur bei Israel, nicht bei anderen Ländern. Das ist leicht passiert, dass wenn israelische Politik kritisiert wird, es in eine Grundsatzfrage der Kritik am Staat Israel wird. Und das finde ich das Problem, das gibt es bei keinem anderen Land. Bei anderen Ländern kritisiert man, wenn man die Politik falsch findet oder Entscheidung falsch findet. Und das Problem ist, dass bei Israel sehr schnell daraus, und das ist ein antisemitisches Stereotyp, ein Infragestellen des Staates wird. Das ist sicherlich ein Problem und das ist auch falsch und schlimm. Ich glaube schon, dass die Existenz des Staates Israel und auch eine hohe Loyalität zum Staat Israel eine Konstante aller deutschen Regierung ist. Und wir haben auch im Bundestag in diesem Jahr zu der Debatte zu den offiziellen, zum offiziellen Jahrestag der diplomatischen Beziehungen da durchaus viel Einigkeit gehabt. Wir haben ein paar Abgeordnete der Linkspartei, die sich diese Einigkeit immer verweigern, die da ja auch hervortreten mit Aktivitäten dagegen. Also ich glaube, das ist relativ geklärt, aber ich will auch noch mal diese Vielschichtigkeit betonen, denn in der Tat ist es so, dass das Bild Deutschlands in Israel besser ist als das Bild Israels in Deutschland. Gleichzeitig ist es so, dass wenn junge Leute in der Schule was über Israel lernen, ist es entweder über den Holocaust oder über den Nahostkonflikt. Das heißt, die Lebendigkeit, die Vielfältigkeit des Landes Israel wird auch zu wenig vermittelt. Ich gehöre zu einer Gruppe von Abgeordneten, die immer wieder dorthin fahren, weil wir sagen, wir wollen nicht nur die Außenpolitiker, die sich immer mit dem Nahostkonflikt beschäftigen, sondern auch die Sozialpolitiker, die Wissenschaftspolitik, die Wissenschaftsbeziehung, die Kunstbeziehung, alles das, was sie auch mit ihren Projekten machen. Das ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass Tel Aviv die wichtigste Start-up-Szene der Welt ist inzwischen, oder zweitwichtigste oder zweitwichtigste. Da streitet man sich noch, dass Deutschland der drittwichtigste Handelspartner Israels ist. Also da liegt so viel Potenzial in der Zukunft. Und ich finde es wichtig, dass wir auch auf diese Themen eingehen. Nichtsdestotrotz, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, kritische Auseinandersetzung muss sein. Wir haben parteiübergreifend im Bundestag jetzt auch noch mal in unserer Debatte zum 50. Jahrestag der diplomatischen Beziehung festgestellt, dass wir an einer Zwei-Staaten-Lösung festhalten. Und zwar im Sinne Israels sagen, wir unterstützen alles, was für eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung ist, weil es der Sicherheit Israels hilft, eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung dort in der Region zu haben. Aber würden Sie diese Aussage von Frau Merkel so eins zu eins unterstreichen oder bestätigen? Ich würde es so in meinen Worten formulieren, dass es eine Konstante und ein durchgehender Konsens in der deutschen Regierungspolitik ist, in der Regierungspolitik, nicht in jeder Oppositionspolitik, dass das Existenzrecht des Staates Israel immer anerkannt wird. So würde ich das formulieren. Also ich würde es als ein durchgehendes Kontinuum formulieren. Ich finde es ganz spannend. Oder Staatsräson, das ist ja schon ein Unterschied. Ja, Staatsräson ist nicht mein Vokabular, aber ich glaube, wir meinen die gleiche Richtung. Das Interessante ist jetzt ja, dass jetzt in Deutschland auf einmal diskutiert wird, dass wir von den Flüchtlingen verlangen, dass sie als erstes mal lernen, dass wir den Staat Israel anerkennen, dass wir gleiche Rechte für Frauen und Männer anerkennen und die Gleichberechtigung von Homosexuellen anerkennen. Finde ich alles richtig. Ich würde mir wünschen, dass wir das auch von unserer gesamten deutschen Bevölkerung regelmäßig einfordern und ihr auch darüber diskutiert. Also das sind so ein paar Themen, wo man dann auch noch mal gucken muss, dass wir auch auf uns selber kritisch schauen und nicht nur auf andere, die zu uns kommen. Das ist ja jetzt, um das mal aufzugreifen, was Shimon und Fania gesagt haben. Ich komme auch gleich zu Ihnen noch mal. Natürlich, Stefanie, Shimon, Sie haben, oder du hast gesagt, und ich habe es auch nachgelesen, wenn die öffentliche Zivilgesellschaft China nicht funktioniert, wird auch die offizielle Schiene irgendwann zusammenbrechen. Und ich wollte aber noch mal kurz dahinter schauen, Fania, weil du ja das große Herz hast und die Optimistin. Und du hast mal von dieser, also am Anfang der Beziehungen, der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, waren ja pragmatische Interessenüberlegungen von beiden Seiten. Das ist, glaube ich, so kann man das durchaus sagen. Aber dann irgendwann kam ja diese Herzensbeziehung dazu. Und du hast es mal, glaube ich, vor ein paar Jahren sehr bildhaft formuliert. Du hast gesprochen von der Verzauberung mit diesen traktorfahrenden Blonden, den Helmuts und Helgas, die aus Hitlers Land kamen, um Israel dabei zu helfen, sein kleines Paradies aus Landwirtschaft und Humanismus aufzubauen. Wie ist das zerbrochen? An wem liegt das, dass wir heute so relativ düster da
gucken. Also, sorry, ich meine jetzt sachlich. Let me try to pick up a few of the threads that have been around our conversation. Of course, we also opened a very friendly Auseinandersetzung here. I will try to combine a few things, which are very, I think, very important to put on the table. When I lived in Berlin for 1 year, that was 15 years ago, I was on academic sabbatical and I wrote a book called Israelis in Berlin. Came out in Hebrew and in German. At that time, there were about maybe 5,000 Israelis living in Berlin. I interviewed about 50 of them. It's 1%. And each of them, very different people, very different parts of society and life, was somehow apologetic about being in Berlin, felt that they had to explain it, to give all sorts of excuses. Since then, a lot of water flew in the rivers. And today we have over 20,000 Israelis in Berlin. Of course, nobody really knows. They keep moving all the time. You can't count them and so on. And when I walk in Berlin today, and I go there a lot, and I see those young Israelis working, sitting in cafes, going, hugging their German bosom friends and so on, I keep hearing in my mind that old Marlene Dietrich song on the old creaky record, falling in love again. That's the way it looks to me. And on the one hand, it breaks my heart. On the other hand, it doesn't. You see, Sonia, I do not define myself as an optimist, but as a historian with a long historical perspective. And we have to remember, because sometimes panels like ours pretend it's not the case, Jewish German history is 1,000 years older than the Holocaust. If we take the Jewish-German Vergangenheit, the past, and shrink it into and bottle it into the Holocaust, then Hitler got his way. There is a millennium of Jewish-German history that we need to keep in mind. When young Israelis flock to Berlin today, doubling and tripling and quadrupling their numbers since I started looking at this, and young Germans, not in the same numbers, but quite a lot of German can be heard in the streets of Tel Aviv today. Israelis do not go to Berlin because a certain type of chocolate pudding, called in Hebrew Milky, is cheaper in Berlin. And I know that for sure because Milky is even cheaper in Bangladesh, and Israelis are not flocking to Bangladesh. They are flocking to Berlin because it is one of the most amazing cities in the world, and it is the most Israeli-friendly and Jewish-friendly city in Europe today. And it's open, and it's cosmopolitan, and it's liberal, and it's creative. That's why young Israelis are flocking to Berlin, and young Germans come to Tel Aviv for comparable reasons. Aber these two cities have something between them. Ich wollte gerade Stefanie auch fragen über diese Wahrnehmung von Tel Aviv, aber ich möchte gerne einmal nachhaken. Wann hat angefangen, das zu kippen? Kann man sagen, dass es angefangen hat mit der Wahrnehmung Israels als eine Besatzungsmacht? Also sozusagen David, früher war es David im Vergleich, in Beziehung zu seinen Nachbarn, Bedrohung durch die Nachbarn. Und jetzt ist es durch die Besetzung wahrgenommen als Goliath in Bezug auf Palästinenser. Kurze Antwort, Fania, bitte. Ja. Bevor wir schwärmen über Berlin und Tel Aviv. Ja, schwärmen über Berlin und Tel Aviv. We will be doing for a century to come. But I need to respond about civil society and also, criticism. And this is also about the Palestinians. The fact that Germans come to Israel today and become very critical of the Israeli government and its policies has to do with the fact that many of us are also very critical with the Israeli government and its policies. But they did not like. And they should be critical, and it's a good thing that they are. We do not need the scaffolding of official relationships anymore in order to look each other in the eye and tell each other what we think and criticize each other and have an honest conversation that was also mentioned
here before. We are now mature enough for an honest, open conversation. And last thing about the Holocaust, and then of course I pass it on to Stephanie. The Holocaust will live forever, sadly, in the memory of both people and of every other nation, I hope. But the Holocaust must not become a political instrument today. Not by my government, not by any other government. I would like the Holocaust to be part of our people's discussion, of our collective memory that will develop naturally. Mm. I do not want my prime minister to use the Holocaust as a flag waved against Iran or against ISIS or against God knows whom, or the Palestinians. This is where the Holocaust must remain outside politics. Mm-hmm. Stephanie. Ich würde gerne mit Ihnen zwei dieser Aspekte, die hier aufgekommen sind, einmal reflektieren. Zum einen, es gibt diese Liebe für Berlin aus Israel. Das sind, glaube ich, 30.000, 40.000. Niemand weiß es genau, wie viele Israelis, meistens junge Leute, kreative, künstlerisch, Wirtschafts-Startup und so weiter. Aber es gibt ja auch diese Liebe für Tel Aviv. Als die hedonistische Stadt und ein Sehnsuchtsort auch. Ich habe irgendwo gelesen, jemand hat geschrieben, das ist wie wenn man Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Berlin-Mitte zusammennimmt und ans Meer verlegt. So. Trotzdem wird die Liebe für Tel Aviv oder die Sympathie für Tel Aviv nicht mit Israel assoziiert. Und was hier schon aufgeklungen ist, auch durch Monty und Christian, da möchte ich gerne später noch mal drauf eingehen, aber um vielleicht da einen Übergang zu schaffen, wie sehen Sie das, wie erklären Sie das sozusagen in Ihrem Freundeskreis, wo ist jetzt die Grenze zwischen Anti-Israelismus und vielleicht Antisemitismus? Wie gehen Sie damit um? Ja, es waren jetzt ja mehrere Fragen so ein bisschen. Also als erstes würde ich vielleicht sagen, ich glaube, diese Faszination für Tel Aviv ist auf jeden Fall dieses Kosmopolitische, was sich dort hat und diese Weltoffenheit und diese Freigeistigkeit, die man eben auch in Berlin findet. Und es ist natürlich für viele junge Menschen einfach attraktiv, wenn man kann einfach so sein, wie man ist. Also ich muss sagen, mein Zuhause habe ich in Haifa gefunden, weil das einfach für mich auch nochmal authentischer war. Und es ist billiger. Also ich glaube, das ist tatsächlich immer auch ein Grund, wo kann man irgendwie leben. Ja, und das mit meinem Freundeskreis, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen könnte, dass ich da diese Unterscheidung wahrnehme. Also ich habe das persönlich nicht wahrgenommen, dass es Personen gibt, die total Tel Aviv als Stadt lieben und dorthin fahren und gleichzeitig Israel gegenüber sehr kritisch sind. Also ich nehme das anders wahr. Es würde mich interessieren, wie das bei anderen ist. Mir ist es dann eher so, wenn die Leute Tel Aviv lieben, dann haben die auch eher insgesamt eine positive Beziehung zu Israel. Und die Leute, die diese Tel Aviv-Liebe haben, assoziieren dann auch Israel eher mit Modernität, durchaus auch Start-ups, Partyszene, Offenheit gegenüber Homosexualität, DJs, also diese ganzen Geschichten. Und dann gibt es eher Personen, die aus anderen Gründen nach Israel reisen und die dann wieder Israel reduzieren auf diese beiden Themen. Also was Sie auch gesagt haben, also ich glaube, das sind so die Klassiker, der Nahostkonflikt, das Thema Palästinenser und dann eben auch die Shoah, die leider eben auch in gewissen Situationen instrumentalisiert wird. Ja, deswegen kann ich das gar nicht erklären, weil ich dieses Phänomen nicht kenne. Aber ich würde sagen, weil die Frage auch gestellt wurde, wie man das abgrenzt, also Israel-Kritik und wann es antisemitisch wird. Ich glaube, was auch gesagt wurde, sobald das grundlegende Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird, dann haben wir es mit Antisemitismus zu tun, weil dann ja die Lebensgrundlage vieler Juden in der Welt in Frage gestellt wird. Und Israel ist auch heute noch ein wichtiger Schutzraum für viele Juden in der Welt. Auch heute noch entscheiden sich ganz viele Juden nach Israel zu gehen, weil sie antisemitische Übergriffe fürchten, die ja eben auch im Moment passieren. Also was passiert ist in Paris, ist ja nur ein Beispiel, als zum Beispiel der jüdische Supermarkt überfallen wurde. Und ich glaube, man muss dann immer sozusagen diese Frage stellen, geht es hier wirklich um dieses grundlegende Existenzrecht?
Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass jemand, der sagt, ich bin Antizionist, das ist auch höchst problematisch. Weil wenn man sich grundlegend gegen Zionismus stellt, stellt man ja auch diese ganz grundlegende Sache von Israel in Frage. Gut, vielen Dank. Sonja, ja? Du hast eine Frage gestellt, auf die Fania nicht geantwortet eben hat. Stimmt. Wann hat es angefangen zu kippen? Das stimmt. Und die Frage ist, was genau hat angefangen zu kippen? Es gibt zweierlei kurze Bemerkungen, die noch einmal auf Meinungsumfragen basiert sind. Während man in der deutschen Geschichte oder der Nachkriegsgeschichte das Sprichwort Stunde Null benutzt, dann meint man die Stunde, die unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges angefangen hat. Es gab in der deutschen Geschichte mit Hinblick auf die Einstellung der deutschen Gesellschaft, basiert auf Meinungsumfragen, die der Soziologe Alfons Silbermann während der 50er Jahre gemacht eben hat, die eindeutig da beweisen, dass was die Einstellung und die Stereotypen der deutschen Gesellschaft mit Hinblick auf Juden seit der Stunde Null mehr Kontinuität als Wandel waren. Also insofern in dieser Sache die Wahrnehmung, die Stereotypen der deutschen Gesellschaft mit Hinblick auf Juden hat sich ja im Großen genommen fortgesetzt. Die zweite Bemerkung mit Hinblick auf wann hat es angefangen zu kippen mit Hinblick auf die Wahrnehmung der Deutschen mit Hinblick auf Israel und zwar der Zivilgesellschaft. Und das hat Fania noch lange bevor der Oslo-Prozess Anfang der 90er Jahre angefangen hat. Da Meinungsumfragen sprechen hier über Anfang der 80er Jahre. Mhm. Ja. Etwa um den ersten Einmarsch Israel in den Libanon. Genau. Wo man über eine ständige Erosion der deutschen Wahrnehmung mit Hinblick auf Israel sich fortsetzt und im Grunde genommen ja nie richtig aufgehört eben hat. Insofern auf deine Frage mit Hinblick auf Wahrnehmung generell über Juden keine Stunde Null mehr Kontinuität und mit Hinblick auf die israelische Wahrnehmung, israelische Politik seit einfach der 80er Jahre setzt sich der Kurs fort mit Schwankungen, die ja während der 90er Jahre auch in Israel zu spüren waren, als das Gefühl war, wir nähern uns dem Ende des Konflikts an. Ja. Aber da kam der Bruch im Jahre 2000, wo auch der linken Seite des israelischen politischen Spektrums total disillusioniert eben war. Mhm. Genau das wollte ich eigentlich auch hören, weil es wichtig ist, auch zu verstehen, wo könnte das, wo könnte dieser Umschwung eigentlich angefangen haben. Ich muss hier so ein bisschen jetzt mich wieder an die beiden, oder ich möchte gerne, weil es gibt verschiedene Stränge, die wir hier jetzt aufnehmen könnten, aber ich möchte gerne einmal diesen Strang über in aller Deutlichkeit Shimon, was die Wahrnehmung oder das Verhältnis der Deutschen zu Juden betrifft, auch nehmen und dann das sozusagen noch ein bisschen weiter transportieren. Monty, Sie sind ja jüdisch und ich bin's auch. Aber in diesem Zusammenhang stellt sich und jedem, ich glaube, Stefanie hat eben von der von dem Schutzraum gesprochen. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat ja viele Dinge gesagt, aber vor längerer Zeit hat er gesagt, hat er über diesen Schutzraum gesprochen und dass es so eine Art Lebensversicherung ist für Juden. Andersrum hat er aber auch gesagt, wir sind keine israelische Auslandsvertretung. Nun ist aber Tatsache, und das ist auch hier schon gesagt worden, dass nach jedem Konflikt in Israel und jedes Mal, wenn Israel, wie Christian es auch deutlich gemacht hat, wahrgenommen wird, sagen wir mal, was hier als ein nicht angemessenes Zurückschlagen begriffen wird, gibt es antisemitische Überfälle mit Gewalt und Mord, wie in Paris, in Brüssel und in Kopenhagen, aber auch in Deutschland. Sie haben es ja selber gesagt, Sie haben ja auch
so etwas wie so ein Kippa-Flashmob, glaube ich, ins Leben gerufen. Ist das jetzt für jüdische Deutsche oder für deutsche Juden eine existenzielle Frage? Ist es wichtig, dass man sagen kann, hier ist ein Rückzugsort, und ergibt sich dadurch nicht auch die Frage eine Art von Solidarität? Wer bin ich jetzt? Oder leben Sie jetzt mit diesen verschiedenen Identitäten problemlos? Wo wir gerade über Herrn Schuster gesprochen haben, er ist ja jetzt gerade sehr unrühmlich in die Zeitung gekommen, weil er sich angeblich oder mutmaßlich für die Flüchtlingsobergrenze ausgesprochen hat, respektive davon gesprochen hatte, dass es einen dezidiert ethnischen Antisemitismus unter Muslimen, Arabern geben würde. Ich möchte Herrn Schuster da auf keinen Fall zusprechen, ich möchte ihm da auch entgegensprechen. Allerdings hat das Ganze interessante Form angenommen gehabt. Und darauf zurückzukommen, jetzt, was Sie mich gerade gefragt hatten. Im Zuge dieser Aussage wurde viel darüber diskutiert, wie eben auch das Leben in Berlin ist. Und da komme ich dann, da schließt sich gerade für mich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich auch gerade noch zu Fania sagen wollte. Eben im Ausland, aus dem Ausland heraus wird Berlin als diese multikulturelle Stadt wahrgenommen. Und so nehmen viele Berliner sich auch selbst wahr. Von innen heraus, und das ist das, was ich eben auch oft erlebe, nach dem Überfall auf Rabbiner Alter, nach den Überfällen im letzten Jahr, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein, dem Anschlag drei palästinensischstämmiger Männer auf eine Synagoge in Essen, spannend, was das Gericht hinterher geurteilt hat, es war kein Antisemitismus, der Antisemitismus nur das ist oder von dem kommen kann, der auch die Shoah gutheißt. Also das ist eine interessante Gesetzgebung. Es war legitime Israel-Kritik. Wenn Synagogen in Deutschland brennen, ist das die legitime Israel-Kritik, mal polemisch gesprochen. Ich möchte es gar nicht so sehr sagen. Ich habe mich mit vielen Freunden auch unterhalten in letzter Zeit. Und es ging auch darum, wie man sich fühlt und wie man mit dieser Bedrohungssituation umgeht, gerade nach dem, was in Paris wieder passiert ist. Die Anschläge im Januar hatten einen dezidiert antisemitischen Charakter, der Anschlag auf den koscheren Supermarkt. Und das ist das, was ich auch sehr besorgniserregend fand, hat erstaunlich wenig Aufmerksamkeit gefunden. Letzten Endes, ich meine, wenn das in der Zeitung steht, Hyperkasher, das ist ein koscherer Supermarkt, vielen Leuten wird da vielleicht auch erstmal die Frage aufkommen, was ist das eigentlich? Wenn ich durch Hannover gehe, finde ich keinen koscheren Supermarkt. Wenn ich durch Goslar gehe oder durch eine andere deutsche Stadt, hier in Hamburg war ich vorhin im Edeka, da finde ich dann ein paar koschere Sachen. Letzten Endes... Es gibt einen koscheren Supermarkt in Hamburg. Ich lerne noch dazu, ich bin kein Hamburger, aber das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Also man muss vielleicht sich schon die Fragen machen oder diese Fragen stellen, was passiert gerade in der Welt? Und es gibt eine zunehmende Bedrohungssituation für Juden in Europa und diese Situation ist zu spüren. Es ist aber auch ganz viel Solidarität zu spüren und irgendwo in dieser gesamten Gemengelage befindet man sich, glaube ich. Und es gibt Freunde, die sagen, wenn es schlimmer wird, dann gehe ich in die USA, dann gehe ich nach Israel. Die Gemeindevorsitzende der liberalen Gemeinde in Hannover hat das auch ganz klar gesagt. Für mich ist das der Rückzugsort. Das bedeutet nicht, und da haben wir wieder den Punkt, ich bin kein Stellvertreter. Ich stehe in der Bahn und ich laufe offen mit Kippa durch Hannover und ich stehe in der Bahn und es stellen sich drei Männer um mich herum, die alle den Kopf größer sind als ich, heben die Faust und schreien Free Palestine. Warum? Warum gehe ich durch die Uni und Menschen laufen hinter mir her und rufen Free Palestine? Das ist Antisemitismus. Ich bin kein Vertreter. Ich bin mich nicht in der Israel-Flagge ein und laufe so durch die Uni. Nein, ich habe ein legitimes Zeichen, einen legitimen Ausdruck meiner Identität, wie wenn jemand ein Kruzifix um den Hals trägt. Und trotzdem rufe ich nicht Free Italy from Vatikan. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Aber um das Ganze jetzt auf den Punkt zu bringen. Es gibt diese Bedrohungssituation und diese Sachen bzw. Antisemitismus jetzt irgendwie allein auf Muslime, auf Araber zu schieben, damit schiebt man den Antisemitismus weg, man schiebt ihn zur Seite, man redet von dem Antisemitismus der anderen. Aber dass es zu diesen Attentaten und diesen Anschlägen im letzten Jahr gekommen ist, ist das Problem, und da haben wir auch das, was Shimon gesagt hat wieder, dass Aufarbeitung eben ein schwieriger Begriff in Deutschland ist, dass man sich damit auseinandersetzen muss, was ist Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft? Und ich stehe vor der Frage, wenn meine Kinder irgendwann, wenn ich mal irgendwann Kinder habe erstmal, aber wenn ich diese Kinder habe und ich ihnen irgendwann mal die Frage beantworten muss, warum sie nicht mit Kippa auf die Straße gehen dürfen, dann frage ich mich, will ich dann noch in Deutschland leben? Mhm. Mohr,
Das ist doch eine sehr beunruhigende Aussage, die wir jetzt hier auch von Monty hören. Und inwieweit haben Sie in Israel die Geschehnisse verfolgt? Ich bin ja neulich gefragt worden, inwieweit es in Israel eine Empathie mit den Terroranschlägen in Paris jetzt gegeben hat, wo doch, und das ist noch ein Thema, das ich auch ansprechen möchte, Sie auch als junge Leute auch mit Terror in Israel doch fast tagtäglich leben, oder zumindest, Sie waren ja auch in der Armee. Wir haben eine neue Terrorwelle in Israel. Wie nehmen Sie das wahr? Wie geht man damit um, wenn wir in Europa das erfahren? Fühlen Sie sich irgendwie solidarisch oder ist Ihnen Europa fremd? Fremder als zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder was dort passiert? Wie sehen Sie das? Well, first of all, in Israel, really, it's our everyday life. We can't not know someone who was know someone else who was murdered or injured or something happened in the army. We all go through it every day, so it's really close to everyone's heart. I have in my elementary school when I was I studied in Haifa. A kid from my class got murdered. And then his cousin studied in high school and he's blind. And it's really close to everyone. Now, I must say that the solidarity after the Paris attack was, it goes to two sides. There were the people who said they deserve it. And that's horrible. Paris, like they're so above everybody and think that it won't hit them. And they need that shock. I think it's horrible. No one deserves it. Moreover, the solidarity is really something. It's important. We need to work together, and all of Europe and all of. I needed to rephrase that question back to the more specific. Mm-hmm. Yeah. What exactly do you want to? Yes, I wanted to know if ich wollte eigentlich wissen, ob in Israel, vielleicht kann ich aus Salim fragen, es gibt ja eine Terrorwelle, eine neue Terrorwelle in Israel. Die hat eine andere Dimension als jetzt zum Beispiel Terroranschläge, wogegen man sich dann mit einer Mauer oder mit einem Zaun gewehrt hat. Ich habe gerade vor 3 Tagen erfahren, dass ein Doktorand der Universität Haifa auch ermordet worden ist. Und zwar während er einfach im Stau stand im Westjordanland. Er hat, glaube ich, Religionsstudien zu einem Doktorabschluss führen wollen. Aber spielt das eine Rolle? Er war im Auto und wurde attackiert und ist im Stau ermordet worden. Für Sie muss es doch auch, ich spreche das ganz offen an, vielleicht eine schwierige Situation sein. Wir haben mit Monty über seine Identitäten gesprochen. Bei Ihnen sind es ja auch mindestens 2 Identitäten in der Brust als arabische Israeli. Wie leben Sie damit und wie nehmen Sie das wahr mit Bezug darauf, was jetzt in Europa passiert? Okay. First of all, I would like to have a comment on the situation in Europe and the last attacks on Paris. I believe it's different than the situation in Israel. Why? Because first of all, the situation in Israel and the violence in Israel, it's part of a long-term conflict. While the attack in Paris was like out of the blue. And for me, I saw it as, let's say, a dagger in the cradle of democracy and equity and equality. That was shocking because in the middle of the day, in a society where tolerance is an axiom, you suddenly get an attack. That is intolerable, and that is an indication that no place on earth is safe. If Paris is not safe, then no place can be safe. But still, I'm not saying that to make everyone fear or panic. I like to remember what the Brits, the people in Britain
said during World War II, keep calm and carry on. I mean, that's my policy. I keep calm and carry on. Now, about the situation in Israel regarding the, what's happening lately. Well, to be honest, this is quite different. This is something that we have never experienced. And yes, you are right. On the one hand, me as an Arab, I feel compassion with the Palestinians on the other side. But at the same time, I want to be an Israeli citizen. And at this point, although I have solidarity with the Palestinians, I deeply condemn those attacks. I can't be part of them. Each time I hear there is an attack or someone stabbed, I just facepalm. I have like, oh my God, no, what are they doing? Because I don't believe it's going to lead us anyway. I believe in the Palestinian cause. I believe that it's righteous, but how it's being handled in the previous years, I believe it's devastating and it's not leading us any way further. And yes, whenever I hear that someone is getting stabbed, I feel sad, especially when it's someone that you might see in your university, someone that you might say hi to in the morning. So yeah, this is really complicates the situation for me personally and for every Arab in the university. Now, someone would expect to have tension between Arabs and Jews in the campus, but surprisingly, the year started, the academic year started 2 months, almost 2 months ago, and surprisingly, there was no tensions between Arabs and Jews. Partially because Arabs also understand that this is not the way that you manage a conflict. This is not the way that you manage your cause. And so, yes, this is a complicated situation. Dieser Lernprozess, von dem Sie vorhin gesprochen haben, der geht eben in beide Richtungen. Also wir können hier auch etwas auf jeden Fall davon lernen. Ich möchte noch kurz mit Christian und Kerstin zu diesem Thema noch mal kurz ansprechen und dann gerne noch mal was Positives für die Zukunft als Schlussrunde andiskutieren. Ich habe das nur durch eine Pressemitteilung des neuen Vorsitzenden der Deutsch-Israelischen Gesellschaft gelernt oder gelesen, dass es vor kurzem eine Gedenkveranstaltung im Bundestag gegeben hat für Terroropfer in Paris. Und der Bundestagspräsident Lamert hat alle anderen Orte einbezogen, in denen es Terroranschläge gegeben hat, von Beirut bis Bagdad, aber nicht Israel erwähnt. Ist das Zufall gewesen? Hat es einfach vergessen oder war das bewusst? Ich wusste es noch gar nicht. Es war auch nicht eine extra Gedenkstunde, sondern die nach den Anschlägen in Paris, die nächste stattfindende Bundestagssitzung wurde so eröffnet, dass Herr Lammert als Bundestagspräsident an die Opfer gedacht hat und das auch einige Minuten ausgeführt hat. Insofern werde ich das dann ja jetzt nachlesen, welche Städte er alle erwähnt hat. In der Tat ist es aber in unserer politischen Diskussion, die wir gerade haben, wo wir uns ja auch gerade in dieser Woche sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, was tun wir als Konsequenz aus den Anschlägen, wie gehen wir mit der Bekämpfung des Terrors um, wir werden das Mandat diese Woche beschließen zur Bekämpfung des IS, spielt das schon eine Rolle, dass viele von uns auch sagen, Paris ist der Auslöser, aber nicht die Ursache, dass Deutschland sich jetzt stärker beteiligt. Es gab eben auch viele andere Ursachen, es gab viele Anschläge in letzter Zeit und insofern muss man das, glaube ich, schon auch zusammen sehen, aber dass das tatsächlich so war, muss ich nochmal nachlesen, bevor ich das jetzt bestätigen kann. Es ist, glaube ich, keinem aufgefallen in dieser Ja, dem Herrn Königshaus ist es aufgefallen, der hat ja dazu eine Pressemitteilung herausgegeben und mir ist es dann dadurch eben auch aufgefallen und bevor ich jetzt nochmal wieder zu dieser Seite komme, ich wollte mit Christian das nochmal ansprechen und Monty hat das auch in aller Deutlichkeit gesagt. Ich war vor kurzem mit einer wunderbaren Gruppe von inzwischen Freunden, wir waren zu 50 in Israel und ich kann eigentlich nur bestätigen, dass, glaube ich, der Eindruck schon war, dass man positiver zurückgekommen ist, als man dahin gegangen ist. Während ich dort war und natürlich dieser Terror, man kann es anders nicht nennen und Salim hat es ja auch so genannt, in Israel lief, habe ich wie immer Spiegel Online von unterwegs gelesen und habe
gesehen, dass dort zum Beispiel eine Schlagzeile stand, 5 Palästinenser sterben bei Messerattacken auf Israelis. Und soweit ich weiß, hat es auch vehemente Proteste der israelischen Botschaft, Christian, gegen die Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Fernsehen über diesen Terror in Israel gegeben hat, weil dort, ich stelle nur die Frage, also wenn wir an Paris denken oder an Brüssel, dann konditionieren wir das nicht. Wir sagen nicht, wir gedenken und das ist schrecklich, aber im Großen und Ganzen. Warum passiert das eigentlich immer mit Bezug auf Israel? Ich würde sagen, also immer ist aus meiner Sicht nicht richtig. Es passiert in Bezug auf Israel, glaube ich, auch nicht in dem Maße. Mir ist auch nicht bekannt von irgendwelchen Eingaben der israelischen Botschaft, also bei uns zumindest nicht. Zumindest hat es mich nicht erreicht. Es ist, was glaube ich wahr ist, ist, dass die Medien von Israelis und übrigens auch von Palästinensern ganz genau danach abgeklopft werden, ob sie alles nach der jeweiligen Sicht desjenigen, der sich das anguckt, richtig machen. Also es gibt schon eine sehr starke Sicht auf die Berichterstattung durch eine bestimmt gefärbte Brille, sei es aus der israelischen Sicht, sei es aus der palästinensischen Sicht. Ich habe das 5 Jahre quasi jeden Tag erlebt. Man hat abends einen Beitrag im Heute-Journal gehabt und am nächsten Morgen kamen 6 Mails von der einen und 6 Mails von der anderen Seite. Die einen haben geschrieben, du bist echt das Letzte, du fang doch gleich an beim Staat Israel zu arbeiten, du machst da die Sache des Staates und bist total parteiisch. Ja. Und die anderen haben geschrieben, bist du eigentlich Palästinenser, was fällt dir ein? Und es handelt sich aber um denselben Beitrag. Also insofern ist man am Ende so ein bisschen ratlos und versucht sich dann immer so dahin zu flüchten, dass man sagt, okay, wenn 6 von der einen und 6 von der anderen Seite nicht einverstanden waren, dann habe ich irgendwie die Mitte getroffen. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Was, glaube ich, bleibt, und da sind sich übrigens Israel und Deutschland aus meiner Sicht sehr, sehr ähnlich. Die Israelis achten sehr, sehr darauf, wie sie im Ausland wahrgenommen werden. Die Deutschen auch. Ich glaube, das ist nicht gut. Sowohl bei den Deutschen als auch bei den Israelis. Die israelische Regierung hat ja eine ganze Abteilung, die nichts anderes macht, als Werbung für den Staat Israel im Ausland zu machen. Hasbara, also es gibt PR für Israel und Israel möglichst positiv dastehen zu haben. Da wird richtig viel Geld aufgewendet auch dafür. Ganze Heerscharen von hochbezahlten, meist amerikanischen PR-Beratern schwirren dann aus und versuchen möglichst positiv das Ganze zu wenden. Ich glaube, das bringt es nicht am Ende. Und ich glaube auch, diese Medienkritik bringt es nicht, sondern wir müssen an die Ursachen ran. Wir müssen versuchen, endlich Frieden zu schaffen. Und das ist der Punkt, der einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn wir jetzt über den Terror gerade reden, aktuell in Israel, dann haben wir es zu tun, und das ist das für meine Begriffe wirklich Entsetzliche, wir haben es ja mit Kindern zu tun. Also wir reden nicht mehr von gesteuerten, fiesen Hamas, Islamic Jihad-Kräften, die alle irgendwie organisiert wären, sondern es sind 13-Jährige, die da unterwegs sind und plötzlich ein Messer ziehen. Und da muss man sich auch mal fragen, wie kommt denn das? Und was ist denn die Lebenswirklichkeit dieser 13-Jährigen, dass die als Kinder plötzlich anfangen, zu Terroristen zu werden und solche Taten zu verüben? Und mir fällt immer ein, weil wir jetzt hier keinen Palästinenser sitzen haben, erzähle ich ganz kurz nur von einem, der mir nicht aus dem Kopf geht. Der ist Inhaber einer Werbeagentur in Ramallah, ganz toller Typ. Der sagt zum Beispiel, Holocaust, furchtbar. Und ich würde ihn immer verurteilen. Und ich habe sehr viele jüdische Bekannte, auch übrigens Geschäftsleute, weil der macht nämlich Geschäfte auch mit dem Staat Israel, mit jüdischen Menschen auf der anderen Seite der Mauer. Aber der sagt eben, mein Leben ist so unglaublich erschwert, weil ich hier eingesperrt bin, weil ich nicht raus kann. Ich sitze in den Palästinensergebieten und kann nicht reisen richtig. Ich komme nicht dahin, wo ich eigentlich Geld verdienen könnte. Ich kann keine richtigen Kontakte pflegen. Ich bin hier eingesperrt und es wird immer schlimmer. Und solchen Leuten nimmt die Situation natürlich derzeit auch jegliche Hoffnung auf die Zukunft. Und ich glaube, das große Problem, was wir attackieren müssen, ist nicht Medienberichterstattung, sondern ist am Grundproblem zu arbeiten und endlich, endlich irgendwie Hoffnung und Frieden für diese geschundene Region zu finden. Ich muss jetzt leider die Schlussrunde einläuten, obwohl wir zu jedem dieser Punkte eigentlich auch eine extra Runde machen könnten. Und zum Beispiel die Frage, warum diese Konzentration auf diesen kleinen Flecken Erde, auf diesen Konflikt zwischen Israel und Palästinensern, wo doch so ganz schreckliche Dinge in der Welt passieren, aber dieses ist halt eben der fokale Punkt. Shimon,
Wenn wir jetzt sozusagen uns von links nach rechts arbeiten in dieser Schlussrunde, können wir versuchen, auch einen positiven Ausblick auf die Zukunft zu geben? Also was ist das Gute, was können wir tun? Hier war der Punkt, wir müssen uns um den Frieden kümmern. Wie könnt ihr euch in Israel um den Frieden kümmern? Gibt es eigentlich, ich wollte auch die Frage stellen, also drei israelische Premierminister haben eigentlich einen Friedensnobelpreis bekommen. Das musste ich selber, habe ich selber nachgelesen, und zwar Begin, Rabin und Peres. Gibt es, also Netanyahu wird ihn nicht bekommen wahrscheinlich, aber... Er bleibt für ewig, und insofern kann man nicht daraus... Gibt es Chance, dass es einen Premierminister wieder geben wird in Israel dann? Ach Sonja, solche Fragen am Ende eines Abends extra an mich gestellt. Christian hat angefangen schon bereits über Frieden, Freude und Feier. Warum geht es ja eben ja nicht? Ich bin in dieser Sache, du wirst mir vorwerfen, pessimistisch, aber in absehbarer Zeit bedauerlicherweise sowohl auf der israelischen Seite genauso wie auf der palästinensischen Seite sind wir bedauerlicherweise noch nicht an dem Punkt der Reifheit angelangt, so sehr ich es mir wünsche. Und ich sehe momentan ja, die beiden Gesellschaften müssen, und ich werde dich und dem Publikum ja nicht mit meinen Thesen über die Notwendigkeit für einen Paradigmenwechsel. Und der Paradigmenwechsel in beiden Gesellschaften wird erst dann stattfinden, wenn wir gemeinsam an einen Punkt gelangt, wo wir einfach mit dem Rücken zur Wand und keine andere Alternativen als diese einzige. Und diese, ich habe keine Zeit, diese These auszuführen, aber diese Paradigmenwechsel sehe ich eben noch nicht. Insofern, glaube ich, wird es bedauerlicherweise mich und auch meine Kinder eine Zeitweile noch begleiten. Man kann sein, man spricht in dem Kontext der deutsch-israelischen Beziehungen über ein Wunder. Nun, ich bin im Wörterbuch gegangen, um die Frage zu stellen, wie definiert man ein Wunder? Und ein Wunder wird dadurch definiert, dass es sich um eine göttliche Intervention im menschlichen Leben handelt. Ob es so weit dazu kommen wird für einen Atheist wie ich, weiß ich eben ja nicht. Aber was die deutsch-israelische Beziehungen, weil das ist der Gegenstand des heutigen Abends. Ich meine, meine These ist ganz simpel. Die Shoah, die eine tragende Säule in den 15 Jahren der diplomatischen Beziehungen war, wird ja für die Zukunft ja nicht mehr ausreichen. Und da müssen sich die beiden Gesellschaften, zumindest diejenigen, die ein Interesse haben, diese einzigartige Beziehungen voranzusetzen, sich die Frage stellen, ob wir in der Lage sind, so wie ich bei den Säulen bleibe, zusätzliche Säulen der gemeinsamen Interessen sowohl der Politik als auch der zivilen Gesellschaft entdecken oder identifizieren, und dann gemeinsam an die auch arbeiten. Deutschland wird für Israel ein strategischer Partner als Deutschland und auch als Mitglied der Europäischen Union, wenn die Europäische Union noch uns erhalten bleibt, was ein großes Fragezeichen eben ist. Insofern ist Deutschland für israelische Zukunft von großer Bedeutung. Ist Israel für die deutsche Zukunft von großer Bedeutung? Das ist ein Fragezeichen, und ich meine, wir müssen uns jenseits der Bedeutung der Shoah für die israelische Gesellschaft, das Land, und für die deutsche Gesellschaft uns über zusätzliche Fragen, und weil ich feststelle, dass es eine Entfremdung der beiden Gesellschaften gibt, da muss man eigentlich sich sehr, sehr schwierig daran arbeiten, und die beiden müssen zusammenkommen, um diese Zukunft, die über die Shoah hinaus gehen muss, und sich die Fragen stellen, wo einigen wir uns über die gemeinsamen Interessen und wo sind es Unterschiede, mit denen wir
leben müssen. Da sehe ich die Problematik. Mhm. Fania? One quick thing about Israelis and Palestinians, one quick thing about Jews and Germans, and one very quick thing about hope. And this will be my final words here. So, Israelis and Palestinians, I agree with much of what Christian said, except that I would like to add, and we need to register, the unbelievably bad performance of Palestinian leadership throughout history. If Palestinians today are stuck, and they are stuck deeply in the mud, with no future ahead of them, both in Gaza and in the West Bank, it has to do at least as much with their own past leadership and maybe present leadership as it is with Israel. We need, in the Israeli-Palestinian situation, it's like one of those betting machines where you need to get three cherries in order to win the lottery. The three cherries are a good peace-minded Israeli leadership, a good peace-minded Palestinian leadership, and a strong international community exerting pressure. We already had two cherries, we never had the three. Right now, I don't think we have any of the cherries. The entire community is busy elsewhere. Our leadership, Palestinian leadership, no cherries at all. But who knows, we might get the three. We just have to remember it's not totally up to Israel. That's about Israelis and Palestinians. Secondly, Germans and Jews. Mo said something before that struck me very deeply about coming today to Germany, to Berlin, and feeling quite well and not dreaming about the Holocaust every night. Just over 30 years ago, I was a young student, came here for the first time to Freiburg in Breisgau, of all places, to München, to Frankfurt. I felt terrible. I slept badly. And especially, I felt horribly lonely. I was all alone, a young Israeli in Germany. I didn't think that anybody here was my friend. This has totally changed. What Mo is experiencing today, what Salim is experiencing here for the first time, is totally different than the way it was 30 or 40 years ago. There is a deep set intimacy between Jews and Germans, Israelis and Germans. It has a long past, 1,000 years, and it has a future too. We are somehow interconnected, and we shall remain interconnected. And the more intimate we grow, the better it is, I think, for both societies, regardless of the lack of symmetry between them. Finally, hope. If I had to phrase hope, not optimism, hope, in one word, just one word, that word, Sonia, would be Haifa. We have people here, and we have people in the audience, students of mine and others from Haifa. We have the wonderful Sonia Landstein doing wonderful things for Haifa here in Germany. But beyond that, we have a city which is genuinely Mediterranean. It's not an accident that Haifa's Arab population comes from a part of the Arab world completely the opposite of ISIS, completely the opposite of the Islamic State. With Mediterranean openness, with the old Levant, which was deeply cosmopolitan. That's Arab Haifa. And the Jewish Haifa, it's not an accident that part of the Jews of Haifa today hail from the Yekels, from the German Jews of the past. And when they meet the good genome of the Levantine Arab Haifa and the good genome of the German Jewish Yekel Haifa, what we are getting is a place which symbolizes more than any other in Israel, I think, what Israel ought to become. So for me, regardless of my university affiliation in this case, quite objectively, hope spells Haifa. Stephanie? Vielleicht schaffen Sie es ohne ein Loblied auf Haifa, damit das nicht. Das fällt mir sehr schwer. Ich muss es zugeben. Ich schließe mich einfach kommentarlos an. Und ich glaube, also ich bin nicht ganz so optimistisch wie du. Ich bin sehr hoffnungsvoll. Was du vorhin gesagt hast, dass wir schon so weit sind, dass unsere Zivilgesellschaft alleine klarkommt und diese Begegnungen schafft. Ich glaube, noch nicht. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Vision, an der wir alle arbeiten sollten. Aber ich glaube, noch brauchen wir die Unterstützung. Und ich glaube, das ist auch so,
ich habe sehr viel über Probleme gesprochen und ich hoffe, ich bin es nicht zu sehr kritisch und pessimistisch rübergekommen, weil eigentlich bin ich das gar nicht, weil ich glaube, man muss diese Probleme wahrnehmen, aber man muss sich vor allem auch auf die positiven Beispiele konzentrieren und ich finde, die sind noch viel zu wenig. Ich glaube, es gibt welche, die sind qualitativ total hochwertig und es gibt tolle Reisen nach Israel, es gibt tolle Reisen nach Deutschland von Israelis, nur die müssen wir stärken. Wir brauchen mehr davon. Und wir müssen junge Menschen ermutigen, selbst Initiativen zu gründen und wir müssen die auch mehr hören. Also was mir auffällt in vielen Austauschprojekten ist, dass wir, also ich finde übrigens nicht mehr, dass ich so jung bin. Also ich bin 32 und ich glaube, wir müssen mehr auf 16-Jährige hören und die fragen, über was für Themen wollt ihr denn reden, wenn ihr nach Israel fahrt? Und einfach den Mut haben, die das gestalten zu lassen und auch Experimente zu wagen, um dann vielleicht diese Säulen zu finden, die Sie erwähnt haben, diese neuen Säulen neben der Beschäftigung mit der Shoah. Und ich glaube, das können wir. Man sollte niemals den Kopf in den Sand stecken und müssen dafür hart arbeiten. Aber ich glaube, das machen wir alle wunderbar. Vielen Dank. Salim, your final words? What is okay, so yes, I'll have two comments. First of all, if you regarding the Israeli-Palestinian conflict, we can learn from the experience of Jews after the Shoah and from the Israeli-German relationship after the Shoah and after this tragedy. One thing that we learned that nothing is impossible. It's not, if it's possible for Germany and Israel to have relationships, then it's going to be possible for Israel and Palestine to have relationships in the future. That's one thing. Another thing is, another thing is why everybody cares so much about Israel? Why Israel makes the headlines? And actually, we had a discussion about that earlier today. And my conclusion was that Israel actually is a celebrity amongst the nations. How is that? Israel is has the state of Israel, the land of Israel has a historical heritage. It is a holy land for all the religions. And it is, you can look at it as, I'm not saying the Kardashians are holy, but this is the Kardashians of the international community. Nobody would care, unfortunately, about hundreds dying in Africa about of hunger, but more people would care about Kim Kardashian breaking her nail. And that's true as the situation with Israel. Israel is a celebrity, and you have a price to pay for that. Very good. Monty? Fania hat gerade die Jecken erwähnt, die Haifa mit aufgebaut haben. Und mir ist auch eine Jecke ziemlich im Kopf geblieben. Sie heißt Edith, sie wohnt auch in der Nähe von Haifa. Und sie war eben eine jener Jecken, die rübergekommen ist mit ihrer Schwester. Sie hat Belsen überlebt und zieht nach Haifa. Und wir sitzen zusammen, essen Kekse und sie fängt dann zu erzählen, dass sie mit ihrem Ziehsohn nach Dachau gefahren ist. Und sie geht da durch und für sie kommen diese gesamten Erinnerungen plötzlich wieder hoch. Sie sagt, ich habe da viel drüber gesprochen, und aber in diesem Augenblick war es präsent und es war alles präsent. Und diese Dunkelheit schlug einfach auf mich ein. Aber ich komme raus und wir stehen draußen und sind so ein bisschen in so einer depressiven Stimmung geraten und alles. Und dann steht da eine Gruppe israelischer Jugendlicher. Sie tanzen, sie haben eine Israel-Fahne dabei. Und sie sagt, in diesem Augenblick ist mir so eindrücklich wie noch nie bewusst geworden, wie wichtig Israel für mich ist und was Israel eigentlich für mich bedeutet. Und das ist Leben. Und das war für mich ein ganz unglaublicher Augenblick, wie sie das erzählt hat, weil sie es so unglaublich empathisch erzählt hat. Und vielleicht darüber einfach hinaus der Appell an Sie, die jetzt heute hier sitzen, das ist ja schön, wenn man vor so einem vollen Publikum sitzt, da können wir uns in Hannover nochmal was von abschneiden. Sie sind alle Multiplikatoren und Sie sind, glaube ich, die Leute, die sich für diese Sache interessieren. Und Sie sind diejenigen, die jetzt nach Hause gehen und dann hoffentlich ansprechen und sagen, fahren wir nach Haifa, das ist Hoffnung. Gehen wir einfach mal los, schauen uns an, was macht die deutsch-israelische Gesellschaft, was macht die Palästina-Initiative, maybe, I don't know. Aber einfach losgehen, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Niemand von Ihnen muss Lösungen finden. Wir sind alle keine Experten, wir sind Menschen, die sich damit mit Herz und Leidenschaft auseinandersetzen. Wir sollen alle herzlich streiten. Vielleicht finden wir Wege. Und das ist vielleicht das große Ding, Wege zueinander zu finden, menschliche Wärme zu finden.
Und dann ist es vielleicht auch ganz plötzlich egal, ob man aus Syrien stammt oder ob man aus Israel stammt oder aus Frankreich. Letzten Endes sind wir alles Menschen und das ist die Erfahrung, die Sie in Israel machen werden, wenn Sie in Tel Aviv die Strandpromenade entlang gehen und einfach das Leben genießen. Vielen Dank. Well, first of all, I'd like to address Fania that said about walking around in Germany and not fearing. I think it's all part of the education I got. I never was taught to hate Germany or to hold any grudge against Germany, and I think it comes from that and from my family. And I see it among my friends, we all go to vacations here and everything. And about the immigration we talked about earlier, we're all used to thinking that immigrants are the poor people that God knows what they went through, and they find a safe place. They run away from their home because they have to. The immigration from Israel, let's say to Berlin, is totally different. It's the people that search for cheaper chocolate pudding, but they aren't the people who need to afford a cheaper pudding. They are the people who can afford the higher price of the Milky, but prefer to have it in Berlin. Because they can. The people who are really poor and the people who really can't afford, they can't see past their everyday hard life and closing the month. Now, I think about the future. Who'd have thought that, although I'm against leaving Israel, that so many Israelis would live in Berlin? That's amazing due to the history of our nations. It's really something no one could ever imagine. And about our future and diplomatic relations, well, I think we see a much cut-out picture of the whole picture between the relations, because I think no one could imagine where we'd be standing right here talking, all of us, about the diplomatic relations, no matter if sometimes they're a bit worse and sometimes they're better. It's pretty amazing, the fact that the history went through and being here. And I think it's very unique. And I don't think any two different countries that would have gone through such history and would be at the same place. And I'm optimistic. Very good. Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt als altmodisch oute. Ich bin am liebsten in Jerusalem, wenn ich in Israel bin. Und deshalb, ich bin auch Historikerin, fange ich doch nochmal damit an, dass ich glaube, dass man aus der Geschichte lernen kann. Und ich glaube fest daran, dass wir alles tun müssen, damit unsere junge Generation in Deutschland die Chance hat, aus dieser Geschichte zu lernen. Und die Geschichte bestimmt unser einzigartiges Verhältnis. Aber sie ist nicht alles. Deshalb setze ich sehr darauf, was es an Jugendbegegnungen gibt, was es auch an tägliche Miteinander gibt. Und wenn man sich die Berichte von den Jugendbegegnungen ansieht oder mit den Jugendlichen spricht, dann beginnen sie ja nicht mit der Geschichte, sondern dann fangen sie mit ihrem Alltagsleben an. Aber die Geschichte ist immer ein Thema und das muss auch so sein, weil diese Geschichte ist einzigartig in unserem Verhältnis. Deshalb glaube ich auch, dass wir eine besondere Verantwortung in der Politik haben, auch wenn Parlamentariergruppen nicht so wichtig sind. Es muss sein, dass sich die deutsche Politik mit Israel und mit der Geschichte mehr beschäftigt als mit anderen Ländern, weil das unsere Verantwortung ist in der Politik. Davon bin ich fest überzeugt. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass wir aus dieser Verantwortung etwas lernen müssen. Und ich höre von meinen israelischen und auch meinen palästinensischen Freunden, ich fahre immer in beide Länder oder in beide Bereiche, ich höre, dass sie von uns erwarten, dass wir mehr tun, um darauf hinzuwirken, dass wir endlich einer, ja, das Wort kann man gar nicht mehr sagen, Friedenslösung näher kommen. Ich fahre seit über 25 Jahren jedes Jahr dorthin und seit etwa 20 Jahren auch immer nach Israel und in die palästinensischen Gebiete und spreche auch immer auf beiden Seiten mit Politiker, mit NGOs, mit Wissenschafts- und Wirtschaftsleuten. Und jedes Jahr sagen wir mit der Gruppe von Abgeordneten, mit der wir dort sind, ist es schlimmer geworden. Jedes Jahr sagen wir, es ist schlimmer geworden. Und jedes Jahr sind wir fasziniert, dass die Menschen dort trotzdem diesen Optimismus haben. Das ist ja auch die Ausstrahlung des Landes Israel. Trotzdem glaube ich, und das macht mich auch verzweifelt, dass wir nicht weiterkommen. Wir müssen eine Lösung finden. Israel ist die einzige Demokratie in dieser Region, ist umrundet von vielen, vielen terroristischen Bedrohungen, die uns jetzt auch erreicht haben in Deutschland, in Europa. Die Verantwortung wächst also, die Gefahr kommt näher, muss man wirklich sagen. Und deshalb glaube ich, dass wir darauf hinwirken müssen und deshalb auch in tiefster, engster Freundschaft zu unseren Partnerinnen und Partnern in Israel sagen müssen, wir wünschen so sehr, dass ihr eine Politik macht, die eine friedliche Lösung, eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung ermöglicht. Ich erlebe, dass viele schon gar nicht mehr von der Zwei-Staaten-Lösung sprechen, sondern sagen, kommt sowieso nicht, wir machen einen Staat und dann gucken wir mal, wie wir das alles so hinkriegen.
Das macht mir wirklich Sorgen. Insofern bin ich normalerweise ein optimistischer Mensch und ich setze auch auf Hoffnung, weil ich glaube, dass der Mensch lernen kann, lernen aus der Geschichte, lernen für die Zukunft. Aber ich glaube, gerade für diese spezielle Region müssen wir uns sehr anstrengen. Das sollten wir auch tun, gerade als Deutsche. Sie haben das letzte Wort, Christian. Oh Gott. Ich hatte letztes Jahr in eine Taxifahrt, die ich nicht vergessen werde. Das war in Gaza mit einem ganz alten Auto, alle Scheiben runtergekurbelt, weil es so heiß war. Und der Fahrer hörte Galgalatz. Das ist der israelische Soldatenrundfunk, also das junge Programm mit viel Popmusik. In Gaza, also an den Straßenecken standen überall so bärtige Hamas-Typen und der hörte Galgalatz. Und ich habe dann gesagt, oh Gott, ich habe furchtbar Angst, mach die Scheiben hoch und vor allem mach den Sender aus. Und dann sagte der, nee, ich höre den so gerne, weil ich erinnere mich immer an die guten alten Zeiten, als ich noch nach Israel konnte. Und ich war früher Busfahrer bei Egged, der israelischen Busfirma, und ich bin immer die Route nach Elat runtergefahren. Das waren noch Zeiten und die hätte ich gerne wieder. Ich erzähle das nur, weil es für mich in Gaza in der jetzigen Zeit so ein unglaubliches Erlebnis war und, finde ich, zeigt, dass gerade im Nahen Osten immer das eine richtig ist und das genaue Gegenteil davon auch. Und dass das eine Region ist, und ich finde es schön, dass Sie das gesagt haben, dass Sie immer in beide Gegenden fahren, dass Sie zu den Israelis fahren, aber auch zu den Palästinensern. Wir haben jetzt gehört, wie toll Tel Aviv ist, stimmt wirklich, es ist eine absolute Traumstadt. Wir haben gehört, wie toll Haifa ist. Elat kann man auch noch nennen, kann man toll Urlaub machen, aber ganz wichtig ist eben auch, dass man nach Ramallah guckt, dass man auch guckt nach Nablus, dass man guckt nach Bethlehem. Auch alles tolle Städte. Und alle haben sie gemeinsam, die Menschen dort, die nämlich wahnsinnig gerne reden und bei denen sie nicht alleine bleiben werden. Und deswegen kann ich immer nur sagen, Fernsehen ist toll, aber noch besser ist einfach hinfahren und selbst gucken. Ja, liebes Publikum, meine Damen und Herren, ich habe hier noch 5 Seiten Schlusswort. Das spare ich mir jetzt, weil ich denke, also bessere Schlussworte hätten wir nicht bekommen können. Dafür haben wir Sie ja alle eingeladen, um das zu hören. Und ich kann nur sagen, Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir müssen daran glauben. Wenn wir nicht daran glauben, dann wird es auch nichts. Und ich greife was Sie gesagt haben, greife ich auf, wir finden keine Lösungen heute, aber ich hoffe, dass wir doch ein gutes Bild der Probleme und der Problemlagen und der Sympathien, der unterliegenden Sympathien gegeben haben. Ich bedanke mich bei diesem unglaublichen Podium. Wir haben es tatsächlich geschafft, mehr oder weniger in der Zeit zu bleiben, und ich hoffe, dass wir uns vielleicht in ein paar Jahren hier wieder treffen und dann einige dieser Hoffnungen sich tatsächlich erfüllt haben. Vielen Dank Ihnen auch, vielen Dank und bis bald.